Hallo, herzlich willkommen in der Skoda. Kommt bitte rein. Hallo, ich bin Martina Ixfeld von Netzes Andernach. Wir haben uns eingeladen, heute hier bei uns, weil wir das Netz vom Rhein aus Andernach in die Eifel spannen. Ja. Ja, das stimmt auch, oder? Also das ist die Kommunikation hier in Andernach, die ist der Knaller, absolut. Also ich hätte niemals mit so einer Resonanz gerechnet. Vielen Dank. Hör mal, bevor wir anfangen, was darfst du dir zu trinken anbieten? Magst du es lassen? Das fangen wir jetzt erstmal an. Genau, oder? Dann können wir wenigstens, wenn wir uns verplappern. Genau. Andernach und Andernach. Martina, erzähl mal, wie kommst du nach Andernach? Was machst du in der Heimat? Motorsport, oder? Ja, was ist Motorsport? Ja. Dankeschön. Hatte ich ja, auch meinen Klappstuhl oben am Grundstück stehen, wie der Papa und die Mama auch. Und ja, so ist mir eine Motorsport irgendwo reingekommen. Und das war auch später, nachdem ich mir das noch vorgenommen habe, Porträts zu zeichnen, überhaupt das noch zu lernen. Das war dann 2012 der Punkt. Habe ich mich mal weiter gebildet, sage ich mal, immer weiter gelernt und bin danach halt eben Motorsportzeichnungen reingerutscht und habe da mein Marketing-Oma-Berufe gemacht und ja, da Auftragsarbeiten angefertigt. Aber ja, immer von zu Hause aus alles. Das heißt, was machst du für Zeichnungen? Was sind das für Zeichnungen, die du da machst von Autos? Es waren immer fotorealistische Zeichnungen. Das heißt, du zeichnest so coole Rennschlitten oder ja, also, ja. Die Strecke im Hintergrund und egal, auch Oldtimer, Motorräder, LKWs. Also es waren eigentlich die letzten Jahre nur Kfz und ich bin ja jetzt erst in diesem Flow drin, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr eigene Sachen. Okay. Da hast also Benzin im Pinsel sozusagen. Ja, genau. komm, wir posten erstmal. Prost, aber herzlich willkommen nochmal. Klasse. Oh. Der schmeckt schon mal gut jetzt. Ist ein bisschen früh noch, aber egal. Ne? Ja, schön. Ja, super. Hör mal, und ich habe jetzt irgendwie, du postest ja auch immer ganz regelmäßig, da habe ich jetzt gelesen, irgendwie, we said yes. Was heißt das? You said yes, ja. Wozu hast du ja gesagt? Hast du geheiratet oder was? Haben alle drauf getippt. Okay. Lass mal heute mal die Bombe platzen. Also ich werde nicht heiraten, das war nicht der Plan. Und wir haben auch zusammen ja gesagt zu einem Ladenlokal hier in Andernach. Bitte, das ist von euch. Und, ich wusste es schon. Ja, wir haben ganz lange wirklich gewesen. Wir haben mit den Planungen letztes Jahr im Frühjahr angefangen. Und das hat sich über den ganzen Sommer, das hat sich alles verzögert mit Corona und allem, was dazwischen kam. Ja, und dann waren auch verschiedene Städte in der Auswahl. Mhm. Das war ja auch noch so das Ding, wo wir gesagt haben, oh, wir können hier hin oder hier hin und keine Ahnung. Andernach ist bei uns eigentlich erstmal ganz rausgefallen. Echt? Ja, total. Und weil es war für mich irgendwo gar nicht so greifbar. Wenn du halt eben aus dem Ruhrtal aus der Ecke kommst, dann gehst du in andere Richtung, andere Richtung, ne? Mhm. Okay. Und ja, und dann kam auf jeden Fall dann irgendwann dieser Tipp, probier's mal mit anderen. Mhm. Und das ist so toll vernetzt, da sind so tolle Leute, die arbeiten so toll miteinander. Da wären wir ja beim Thema heute Abend, ne? Ja, ja, schön. Genau. Und das hat alles angefangen mit der Larissa Junghans, ja. Junghans. Ja. So, und die hat uns ein bisschen auf den Weg gebracht, Kontakt hergestellt mit der Meta. Ach, super, ja. Und dann, ja, von der Meta halt eben zu dir auch. Mhm. Und dann ging das auch nachher ganz, ganz flugs mit dem Ladenlokal. Und da werden wir halt eben zum 1. August starten. Ach, super. Noch ein neues Ladenlokal in Andernach. Magst du uns verraten schon, wo es ist? Ja, es wird in der Oberen Waldstraße. Mhm. 12. Am Spuckbrunnen hoch? Ja, an der Stadtmauer da, wo diese schönen Bögen sind. Ja, genau. Ah, cool. Vodafone-Shop. Der wird dann für uns sein. Super. Ja, und von da aus werden wir die Kunstwerke herstellen und noch andere Produkte, wie zum Beispiel gebrandete Hoodies und super. Ja, Uhren kommen mit rein, Kaffee kommt mit rein, auch in einem eigenen Label. Und, cool. Ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz großes Ding im Hintergrund noch, wo man gar nicht
denkt, dass das jetzt so viel Zeit gebraucht hat, um sowas zu organisieren, aber es war alles gut überlegt. Und ich denke, wir haben einfach den besten Platz. Super. Das ist total schön. Da kann ich mir gut vorstellen, wenn First Friday ist oder so, dass ihr dann, wenn wir mal wieder normale First Fridays haben ohne Corona, dass wir dann auch mal raus auf den Platz da, wo diese schöne runde Bank ist, da um den Baum, da kann man cool mal was präsentieren, auch mit einem Auto und dann dazu Skizzen und einen schönen Getränkestand oder so. Genau, ja. Und wie gesagt, mit der Mauer einfach so toll. Ich denke, wir haben da unheimlich viele Möglichkeiten. Schön. Dann halt eben mit dem Dress-In nebenan. Mhm. Auch die Heide ist ja auch immer so ganz agil bei allen Aktionen. Genau. Na, klasse. Dass man da schön zusammenarbeiten kann. Schön. Und, da wir freuen uns wirklich unglaublich. Ach, klasse. Super. Bisschen komisch noch, uns an den neuen Namen jetzt zu gewöhnen, weil es geht ja wirklich von X-Art jetzt weg zu X-Time. Okay. Time aus dem Grund, weil wir halt eben die Uhren auch mit im Programm haben. Und, sind das so spezielle Sportuhren oder was ist das so für eine Art? Sie sind ausgefallen, sie sind schon was ganz Besonderes. Okay. Also qualitativ sehr gehobene Uhren auch und ich denke, da werden wir den Geschmack schön treffen. Schön. Und dann in Kombination mit deiner Kunst quasi. Die Kunst sowieso im Vordergrund. Ja. Du hast ja als letztes sowas gemacht, lauter mit so Kreisen irgendwie. Was war das denn eigentlich? Ich glaube, das war das beste Projekt für die jetzige Zeit, weil ich habe, ich glaube, wie viel waren es jetzt? 4371 Kreise bezeichnet. Mhm. Und es gab noch ein Glitzer-Topping und das war so easy. Man musste nicht dabei denken, nur die Farben nehmen und ausmalen, wie die okay, Kinder. Ja. Und es hat unheimlich lange gedauert, aber ich glaube, ich habe die Zeit einfach zum Nachdenken gebraucht. Ich konnte viel parallel arbeiten in der Zeit. Man hat viele Voicemails verschicken können, Telefonate führen können. Und dann hast du immer währenddessen? Und immer weiter. Okay, genau. Okay, ja. Und es sind auch über 120 Stunden gewesen, wo ich jetzt wieder dran gearbeitet habe. Wow. Und, wow. Wir haben ja jetzt zu dem First Friday heute bei uns im Schaufenster ein Bild von dir. Das ist ja eine Weltkarte, wo so Glitzersteine, wie ist das gemacht? Das ist unsere Noblestone-Kunst, die wir halt eben auch mit anbieten. Da wird halt die Skizze dafür, fertige ich immer an. Und ja, und dann wird die Karte zum Beispiel mit, ich glaube es waren 35.000 Strasssteinen. Wow. Und dafür ist dann mein Freund auch zuständig. Ah, okay. Derjenige, der dann halt eben in aller Ruhe Stein für Stein setzt. Okay. Und es sind auch noch ganz viele andere Projekte bei ihm geplant. Und da freue ich mich schon drüber. Schön. Also man kann unglaublich gut mit ihm zusammenarbeiten. Also es ist beziehungstechnisch passt es, es passt beruflich und Dream Team. Genau. Super, also klasse. Top. Schön. Ja, schön. Wir freuen uns auf jeden Fall. Toll. Ist alles so super. Ja, komm, lass uns mal ein bisschen die Kurve kriegen. Ja. Wie sieht's aus? Ich habe gehört, du bist auch ein bisschen Hausherrin hier in der Skola. Ja, klar. Also ich habe ja hier in Skola Raumkonzepte zusammen mit Dirk jahrelang das hier zusammen aufgebaut und vor 2 Jahren ja spontan drüben ins Modehaus reingesprungen. Und da haben wir natürlich jetzt ein lebendiges Jahr mit Corona und allem bliblablo. Und aber irgendwie, es macht so einen Spaß in der Gemeinschaft und mit dem First Friday, das ist so cool. Und wir haben auch richtig tolle Kollektionen dieses Jahr, klasse Farben und schöne Muster. Und die Kunden sind so dankbar jetzt in der Corona-Zeit für jeden Kauf, den sie tätigen können, und es macht also richtig Spaß, ja, echt schön. Ich bin ja auch bei dir drin gewesen, ich muss echt sagen, also alleine dieses Ambiente, ne? Die Leute, die da sind, die da arbeiten, ich finde das einfach alles so. Ja, jetzt ist es ja gerade im Moment so ein bisschen durcheinander, weil durch den Kiez-Kiosk haben wir ja mein ganzes Sortiment nach hinten geräumt und es sieht so ein bisschen wuselig aus. Normalerweise ist es alles so ein bisschen schöner sortiert, aber irgendwie geht es auch so, ne? Ich bin ja vorher jetzt nicht drin gewesen. Ich kannte es vorher. Ja. Ne? So, und wenn man da reinkommt, dann sage ich, klar, es ist eine andere Struktur. Man hat auf der einen Seite Mode, auf der anderen Seite hat man halt genau. Aber wenn man denkt, dass man alles zusammengenommen hat, ist das natürlich ein tolles Projekt. Ja, geworden. Ja, schön. Wirklich super. Ja, ist gut. Ja. Ach, guck mal hier, kommt uns Katharina. Ach, nein. Hallo Katharina. Hey, na? So. Möchtest du auch was trinken? Nee. Ich muss auf Fashion als Modehaus. Ist doch heute First Friday. Viel los. Ja, genau. Okay. Ja, Hammer. Hast du? Ich fand das so toll. Hab ich mir auch so ein bisschen gewünscht. Ja,
Ich habe mal was vorbereitet. Ich mache das jetzt mal wieder Lichter. Ja! Und das ist mal so eine Zeichnung von mir, wo wir uns gedacht haben, wenn wir hier mit dem Gleichen kommen, dann können wir auch mal. Fast, oder? Cool. So eine kleine Modepuppe zeichnen. Ich habe das auch schon bei mir bei Instagram mit reingepostet, aber ich denke. Hör mal, das müsste ich unbedingt mal Marken schicken. Ich weiß nicht, ob Marken so eine coole Skizze hat für das Kleid, hör mal. Das müsste ich eigentlich machen, oder? Ja, super. Echt schön. Echt süß gelungen auch, ne? Ja. Eben auch mal ein bisschen zeigen können, super. Dass eigentlich alles möglich ist. Ne? Also, ich brauche nur das Foto. Ja. Und der Rest macht meine Hand. Kommst du gerade aus dem Laden oben? Ist viel los? Ja. Im Kiezkiosk ja, auch? Los. Echt? Okay. Ja. Naja, es ist ja jetzt im Moment irgendwie, die viele Kollegen sind ja noch in Click und Collect. Also im Prinzip dürfen wir ja ab morgen erst Einzeltermine machen. Ja, aber jetzt im Kiezkiosk dürfen wir ja ganz normal öffnen, weil es ist ja im Prinzip wie die Discounter auch ein Lebensmittelgeschäft, wo Textilien unter die Foodware gemischt ist. Und ich auch positiv beeindruckt, weil ich fand das so toll, dass es so eine große Auswahl in dieser Windesgeschwindigkeit. Ja. Der Renner war jetzt gemusterte Männershorts mit passenden Haribo-Tüten dazu. Perfekt, super geschenkt. Also auf jeden Fall, da dürfen wir ja ganz normal öffnen. Also es dürfen immer 4 Kunden gleichzeitig ins Geschäft, man muss auch keinen Termin machen. Also da ist richtig Frequenz heute Abend und wir haben da auch bis 22 Uhr geöffnet. Wow. Und naja, und alle, die jetzt zu Hause uns verfolgen, die sind das ja gewöhnt von den letzten First Fridays, dass man dann halt einfach sich gemütlich aufs Sofa setzt und von zu Hause dann dem First Friday folgt. Ne? So, und da wollten wir ja auch immer was anderes machen und so war jetzt bei der Vernetzung einfach cool, dass wir mal so den Bogen zu anderen Leuten spannen, mit denen wir sonst nicht so viel zu tun haben. Das fand ich eigentlich eine schöne Gelegenheit. Ich denke auch, dass es schön ist, nochmal rückblickend, wie wir jetzt, weil wir haben jetzt den Anfang gemacht, wir können ja direkt mitgucken, genau, wie es bei den anderen aussieht. Genau. Und für mich als, sag ich jetzt mal, Neuandernacher, was halt eben die Selbstständigkeit angeht, ist es natürlich auch sehr informativ, einfach mal da reinzugucken, ne, was Andernach generell zu bieten hat. Ja. Aber guck mal, du bist ja nicht die Einzige, die jetzt neu eröffnet in Andernach. Das wird sich ja heute Abend auch noch andere Überraschungen hier preisgegeben. Insofern ist echt richtig was los hier. Ne? Das muss man sich mal überlegen. In anderen Städten machen die Geschäfte zu wegen Corona und hier ist richtig Gas. Ne? Also ist echt toll, wirklich. Das macht richtig Spaß. Ja, und ich habe auch die Hoffnung natürlich für uns alle, ne? Dass sich da innerhalb der nächsten 2-3 Monate ganz, ganz viel tut, auch in Richtung Corona und mit den Impfungen, die jetzt kommen. Und ich glaube, wir starten dieses Jahr alle mal noch ganz, ganz gut durch. Glaub ich auch. Ja, das fühlt sich richtig gut an. Komm, lass uns nochmal schnell anstoßen da drauf. Genau. Prost. Wollt's also wirklich schmecken? Ich verabschiede mich jetzt. Ab in den Laden. Ich komm gleich hinterher, Katharina. Mach's gut. Bis spät, bis gleich. Schön. Und du darfst jetzt aussuchen, was wir machen. Nochmal eine Katze, einen Hund, eine Maus. Weiß.
Also mal ganz ehrlich, also wenn ich das sehe, dann ist es ja schon wie ein Ei. Ja, ja, das stimmt. Und Eier passen ja ganz gut zu Vögeln, oder? Ja, natürlich. Findest du nicht? Ja, also ich fände eigentlich einen Vogel ganz gut. Okay. Was ist das? Ein Rabe? Nee. Also ein Rabe, den will ja keiner, oder? Also Rabe sind doch auch bei vielen Leuten so Pech verbunden oder so. Kriegen auch Glück. Aha, na gut, aber hoffentlich hier bald. Ja, das wäre schön. Also ich würde mir auch mal wünschen, so langsam mal wieder unseren Laden aufmachen zu dürfen. Ja. Und vor allem würde ich mich auch total freuen, wenn ich euch alle, die jetzt da sitzt, auch bei dem Laden wiedersehen würde. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie jetzt mal hinzugucken wollt, was ihr in Heimarbeit noch alles so machen könnt, ich fange jetzt mal das Training hier an. Also du willst einen Vogel? Ich will unbedingt einen Vogel. Weil die Vögel sehen bei dir im Hof ja auch so wunderschön aus. Ja, ich habe ganz viele Lagen immer mit unseren geilen Amseln zu tun, die bei uns ja auch immer brüten und so weiter. Also soll das eine Amsel werden? Nein, auch keine Amsel. Was denn? Also ich hatte schon eine kleine Vorstellung, weil also ich habe ja mal eine Zeit sehr, sehr viel überbrücken müssen, aufgrund dessen, dass wir natürlich ja auch immer jetzt sehr lange zu hatten. Klar. Und bin ja immer, hast ja glaube ich mitgekriegt, im Einzelhandel da viel mit unterwegs gewesen und habe denen viel meine Hilfe angeboten. Und unter anderem super. Neues Projekt, weiß ich nicht, ob du es mitgekriegt hast, mit diesem schönen Kiosk, also Kiez-Kiosk. Ja, ne? Finde ich und da hatte ich so die Idee, jetzt wo du das Ei so mitbringst, sollen wir nicht einen Vogel machen, der kiezig heißt. Der kiezig eventuell. Okay, machen wir den kiezig. Ja. Und wie schreibst du da? Also ich würde kiezig natürlich... Mit G oder mit K am Ende? Mit K wie Kiez und G am Ende. Naja, ich denke halt einfach, wenn Kribitzig. Verstehst du? Man muss ja mal, aber, ne? Aber ich denke jetzt einfach, das ist der Kiez, ne? Ist ja so ein Stadtteil. Ja. Und du hast deinen Laden Ich habe einen eigenen Stadtteil. Genau, in einem anderen Stadtteil. Ich habe den Merowingerplatz. So, und wenn du jetzt sagst... Und den Merowingerhof, das ist mein Kiezig. Genau. Ja, das finde ich cool. Und du hast ja, sag ich mal, du könntest ja mit deiner Berliner Schnauze, sag ich mal, könntest ja sagen, ich habe einen Kiez. Ich habe auch einen Kiez. So. Ja, ja. Und jetzt schon voll dabei. So, muss ich da irgendwas helfen oder bist du da völlig tiefenentspannt? Kiezig. Ich habe jetzt einfach schon mal so einen Kopf ausgehöhlt. Ja, ne? Ich merke das manchmal schon. Ist der Kopf ja total hohl in der jetzigen Zeit. Ja, das ist also bei vielen auch wirklich so passiert. Also ich meine, nicht umsonst hat man ja so einen Kiosk mal schnell gemacht, ne? Genau, und du weißt, eine Viertelstunde ist schnell um und deshalb... Du musst auch ein bisschen produzieren hier. Ja, genau. Ja, ich denke, die anderen, die haben Klamotten und machen in Lebensmittel jetzt. Mhm. Und du hast ja auch Lebensmittel in Absolut. Deinem Laden, aber du hast natürlich keine Chance gehabt jetzt in der Zeit. Viel schlimmer ist, dass wir die Lebensmittel erst schon mal zweimal wegwerfen mussten. Ich meine, die einen, die sprechen über Lebensmittel, ja. Besser wird über Überlebensmittel zu sprechen. Das sind die Überlebensmittel. Ja, hier. Genau. Echt, auf jeden Fall. Und meine Überlebensmittel war, dass ich einfach überall dabei sein konnte, weil ich meine, du weißt ja selber, ich habe ja nicht eine Gaststätte dafür, weil ich so unkommunikativ bin und Nein. weil ich das ja so schrecklich finde, sondern gar nicht. Mir fehlte wirklich die Laberei. Deswegen freue ich mich unheimlich, dass wir hier so stehen können und mal ein bisschen plaudern können. Irgendwie. Und da wünsche ich auch, dass bald die Lockerung kommt und dass bei dir auch wieder Betrieb im Hof ist, der so wunderschön ist. Du kannst drin, du kannst draußen sitzen. Das ist so herrlich und dass du auch wieder eine Chance kriegst. Ja, meine liebe Gerda, weißt du, ich mach mal einen Schnabel. Was soll das sein, ein Schnabel? Den schlage ich jetzt mal. Meine Güte. Bam. Ja, das ist gut, dass du den schön spitz machst, weil ich finde so ein bisschen so hier, das sind wir ja auch, ne? Nicht ja, immer so oh, ne? Ja, natürlich. So, du weißt ja, so spitze Bemerkungen, die liegen spitze mir ja auch schon manchmal die, irgendwie die kommen ganz, gut, ne? Ja, die kann ich. Ja. Aber das kennt man ja auch für mich. Die meisten, die mich kennen, die wissen das ja auch so. Genau. Aber ganz ehrlich, weißt du, die meisten, die mich kennen, wissen auch, dass so ein Schnabel bei mir natürlich immer auf ist. Du weißt ja, ich bin ja nie leise. Ne? Also okay. Es wäre schön, wenn du die Fresse ein bisschen Ja, natürlich, so. Natürlich. Das kann ich natürlich cool. auch. Ist Muss ich da irgendwas alles machen? Kann ich dir irgendwas helfen? Irgend so nebenher? Weil ja, vielleicht könntest so du einfach schon mal kleinen Tonklumpen hingelegt. Guck mal hier, wie geil ist das Mach denn? Einfach mal zwei Augen. 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 Also wir machen sie rund oder ja. gibt es da eine spezielle Geschichte, die Nö, ich da machen ich muss? Ich finde die rund ganz gut, weil bei dir läuft es halt noch nicht rund. Und ich habe natürlich das Glück, so mit der Keramik halt zu Hause bei mir im Atelier arbeiten zu können. Gerda, du hast es so schön bei dir, du hast ja dein offizielles Geschäft, alles in Namedi drüben, ne? Und da hast du ja so einen schönen Hof, den du dir umgebaut hast und so. Ja, da bin ich auch ganz froh. Und wo ich ja auch gerne verweile. Bei mir ist natürlich das Tolle, ich kann ja auch von der Rente meines Mannes leben. Ne? Ehrlich? Toller Mann. Deiner muss ja noch arbeiten. Können wir uns den vielleicht teilen, aber nee, ich habe ja einen eigenen, fällt mir gerade ein.
Aber das so. Ist schon ganz schön hier. So irgendwie. Du wolltest so also so, ein, so ja. ein bisschen offenen Schnabel. Bitte mach den auf. Ja. Jetzt gucken wir mal. Also ich finde das schön, wenn wir den Schnabel aufreißen. Oh, ja, natürlich reißen wir auch schon mal den Schnabel auf. Hier, guck mal, ich hatte da schon zwei geniale Augen hier schon mal. So. Wenn guck, ich jetzt noch ein bisschen jonglieren könnte. Reicht dir das schon? Ja. Ja, das sieht cool aus. Sehr schön. Der muss halt nur munter sein, ne? Ja, ich finde das ist jetzt super. Natürlich alles, so wie wir. Ne? Alles weich, genau. Wir lassen uns einfach nicht unterkriegen in der Zeit. Nein. Was hast denn du denn die ganze Zeit gemacht in deiner... Ja. Also ich glaube, du hattest auch mal irgendwie so Quarantänezeit, soweit ich das gehört hatte. Oder? Ja, ich so brauchte gar nicht schwer zu überlegen. Und rums, rubbel, die Bub war ich dann 2,5 Wochen in Quarantäne. Ach du meine Güte. Mein Vater mit 96 hat er dann wunderbar überstanden. Er war schon zweimal geimpft, trotzdem positiv. Ja. So kann es gehen. Ja, so kann es gehen. Die ich Augen finde, das eine Auge ist ein bisschen größer als das andere. Ich weiß nicht, und ich finde es extrem groß. Also irgendwie weiß ich nein, jetzt nicht. Das ist alles gut. Mhm. Also warte mal, ich will mal kurz sagen. Große Augen haben wir gerade gemacht. Sehr große Augen, wunderbar. Aber der sieht ja schon rattenscharf aus, obwohl es ja, oh, du meine Güte, ich glaube nicht, dass das so witzig wird, aber wir gucken mal. Also was wir uns vorgenommen haben, ist auf jeden Fall, also wie der Kiez natürlich auch ist, also wir haben schöne Farben dafür. Wenn du den jetzt wirklich irgendwann dann auch ja, in Farbe bringen kannst, würde ich mir wünschen, dass der so blau-weiß wird. Ich mache jetzt einfach mal unter den Schnabel, der so tief hängt. Doppelkinn. Nein, einfach, hier so ein Doppelkinn einfach so eine Stütze. Cool. Weil in der Corona-Situation, wo wir jetzt sind, da braucht doch so manch einer Stütze, ja. um zu überleben. Das stimmt. Ja. Ja, das war ja bei uns Gott sei Dank auch so. Also man muss es ja doch mal auch löblicherweise erwähnen. Möchtest du mal die Pupillen reindrücken? Einfach mal lassen, mal gucken. Darf der schielen oder soll der gerade ausgucken? Egal, der darf machen, wie er will. Okay, also ich finde ja immer doof, wenn die Vögel einen so von der Seite angucken, da komme ich immer nicht so gut parat mit. Deswegen mache ich sie einfach mal von vorne, wenn es dir recht richtig. Ist. Ja, okay. Ist das okay so? Alles klar. Oh, wie liebevoll hier irgendwie. Ja, so schön. Hast du voll gut gemacht. Oh. Kriegt der auch Wimpern, der Vogel? Ich habe auf jeden Fall mal Drähte dabei. Ehrlich? Und du könntest jetzt so kleine Knüsselchen drehen. Knüsselchen? Sechs Stück. Ja, sechs Stück? Ja, ach so, klein meinst du die? Ach, ja. Wie süß. Oh, wie niedlich. Ich also das dann muss ich ja sagen, rein. Weißt du, was der, dein großer Vorteil ist? Also ich finde ja, viele Sachen so mit Händen arbeiten, das macht ja doch sehr viel Spaß. Also gell, wenn du dann hinterher natürlich den Dreck immer wieder so abwischen kannst, ist es gut. Aber ich finde das Formen so ein bisschen so ja, ist natürlich schön, Handwerker zu sein und einfach zu Hause zu sein. Ich könnte es mir jetzt für mich natürlich nicht vorstellen, davon mal ab, aber... Klar, naja, ich schwätze dafür zu viel, so einsam und verlassen in so einem ich denke, Handarbeit Werkstatt. Musst du auch machen, du musst den Hof sauber halten. Ja. Da fällt ja auch immer, paar Aufgaben ich sind sag da. Mal, Drecksarbeit an. Ne? Drecksarbeit. Und da haben wir ja kein Problem mit, weil wir sind ja Frau. Wie sollte es anders sein? Ja, da leben wir mit und das ist auch gut ach, das so. Sind die, ah, ja? Das sind die Wimpern, die ich hier ist gerade mache. Ist ja. Cool. Total der muss ja ein bisschen lustig sein. Also ne? Den stellen wir natürlich auch im Merowinger Hof auf. Also wenn der fertig ist, ich finde, den könnte dann also wirklich so ein jemand Kiez. Kaufen kommen. Ne? So, oder? Ein Kiezig. Ja, so ein Kiezig fände ich schön. Wenn den ja. einer kaufen würde, super. Das ist auf jeden Fall der einzige, den ich also ich habe ja immer festgestellt, aber ich muss sagen, du hast ja schon viele Sachen bei uns ausgestellt. Und was ich ja immer total schön finde, du bist ja immer nicht nur, weil du das mit deiner Keramik so toll machst. Ich finde, du hast ja auch so ein... Ja, so einen witzigen Kopf irgendwie für Namen, für Sachen zum Beispiel. Ich weiß, dass du mir mal was sehr Schönes geschenkt hast. Und zwar was hast denn? Du da auf dem Trödel mal irgendwann so eine komische Reibe, eine Küchenreibe gefunden. Ja. Und dann hast du da einfach eine Schabe oben drauf. Und dann hast du mir das geschenkt und das Ding heißt Küchenschabe. Ich fand es irgendwie total witzig. Ja, ich finde immer gut, wenn man aus dem, was man hat, irgendwo noch was macht. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Guck mal, oder da habe ich dir einen Flügel gemacht. Oh je. Den kannst du jetzt mal hier mit dem Kamm, mit dem alten, kannst du den mal irgendwie frisieren, damit das anschließend so ein getunter Kiezig ist. Ach nee. Okay. Getunter Kiezig. Also du meinst, ich soll da einfach mal so drüber streichen? Einmal? Genau. Oder soll das irgendwie so ein bisschen mehrmals sein? Was hältst du denn da? Du kannst so machen. Ja, super. Ich finde den eigentlich, wenn der so ein bisschen der zieht so auf jeden Fall gut aus. Cool, also, oder? Klar. Du Gerda, du bist ja Akkordarbeit gewohnt. Also wann geht es denn endlich los bei dir? Ja, also tatsächlich hoffen wir doch da tatsächlich mal, dass wir Pfingsten schon aufmachen können. Ja, das wäre klasse. Aber wenn dem nicht so ist, rechne ich doch dann mit dem 1. Juni. Aber weißt du, wo ich Pfingsten sitze? Bei mir? Ja, ja. Ich weiß schon, was du trinkst.
Darf ich das sagen? Ja, natürlich. Darf ich solche Geheimnisse ausplaudern? Die darfst du ausplaudern. Weißt du, das Schöne ist ja immer so, dass ich ja von den meisten Gästen, die wir haben, ja eigentlich auch weiß, was die gerne essen, was die gerne trinken und ja, dass klar. man dann immer so schon so gezielt hingeben kann. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo ich daheim bin. Darf das da schon sein oder so, das freut mich. Also bei dir ist es der leckere Rosé, der spritzige. Genau. Und ich denke, so kennst du das von vielen Kunden, ja, ne? Ja, von den meisten eigentlich. Ah, ja, und das super. Freut mich auch sehr. Also ich finde es schön. Und wo ich sitze, weißt du auch. Ja, am Stammtisch. Ich meine, wenn fast ein Jahr nichts mehr ist, muss man sich ja wundern, dass du das alles noch so drauf hast. Ja, ne? Hör mal. Aber ein bisschen Bauchweh habe ich dennoch. Also so nach so einer langen Zeit mal wieder so in den normalen Trott da reinzufahren. Ja. Auch wenn ich mich jetzt hier doch sehr gut abgelenkt habe mit vielen Aufgaben. Ja. Ich habe ja noch andere Nebenjobs gemacht. Weiß nicht, hast du ja mitgekriegt, dass ich noch so ein bisschen Kabelzeug mache und so weiter und so fort. Ja. Aber es wäre mir auch zu langweilig gewesen, jetzt nur zu Hause da irgendwie sich zu beschäftigen. Zumal ich jetzt auch einen Kranberg gegen Stein wenn man, kenne. Ja, wenn man sich, den brauchen wir auch noch. Ach du Scheiße. Ich muss wieder kämmen, weißt du? Ja, also, genau. Ich glaube, mein Haar sitzt gerade nicht so. Okay. Oh, siehst gut aus. Ja, ich habe meine gerade gegessen, aber es ist nicht so schlimm. Schnell noch vielleicht ein Schwänzchen. Vielleicht ist das auch eher so ein Streicheln dran, ne? Oder sowas. Was hältst du denn davon? So ein bisschen, oh. Ja, gut. Die dürfen ja auch ruhig unterschiedlich sein, ne? Echt? Ja, klar. Du meinst einer mit vier Flügeln oder was machst du da gerade? Ich mache oder hast Schwanz. Das Gefühl, meiner sieht, ach, das ist der Schwanz. Ich dachte schon so. Naja, den brauchen wir ja auch. Ich dachte wegen so einem Glücksbringer, so vier Flügel. Den brauchen wir ja auch zum Fliegen. Ne? Ja. Ich meine, wir steuern ja auch durch Mensch, eine komische Zeit im Moment, oder? Und der Vogel, der macht halt die Steuerung halt mit seinem Schwanz. Und, aber ich bin sehr zuversichtlich. Du nicht auch? Also wenn jetzt mal endlich alles wieder so normal hat, irgendwie so, scheiß drauf irgendwie so. Also das wird jetzt irgendwie einfach ich, so gehen. Ich sag mal, positiv finde ich halt immer, wenn man in der Zeit einfach nicht klagt. Nee. Die Situation so nimmt, wie sie ist und einfach das Beste daraus macht. Ja. Und, bin ich eigentlich auch. Ich hatte zwischenzeitlich, okay, muss ich zugeben, es war mal so ein, zwei Wochen, wo ich mal so dachte, jetzt bin ich nicht ganz so gut drauf. Da bin ich mal so ein kurzfristig in so ein Loch gefallen. Aber Gott sei Dank hat man ja Freunde noch, ne? So irgendwie. Ja. Und die holen einen dann doch immer wieder irgendwie dann wieder in den normalen Trott rein und sagt dann wieder so, komm, ist halt mal so. Aber ich denke, wir haben die ganze Zeit hier in Andernach eigentlich nicht aufgegeben. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich wünsche dir einfach so für deinen Kiez da, wo du bist, wo du dann zu Hause bist, wo du deine Arbeit hast. Ich darf dieses Jahr auch den Merowinger Platz vorne wieder nutzen. Ich meine, ihr dürft dann wieder alle kommen. Der Platz, da wird wieder schön alles aufgebaut. Und das hat ja auch so ein bisschen geile Stimmung bei uns da unten. Weil da ist der Brunnen dann immer schön an und so. Und dann ist da so ein bisschen das Wasser am Plätschern. Und man kann in diesen historischen Garten da so schön reingucken. Ja, das ist eigentlich toll. Recht vorwitzig. Hat so ein bisschen was Südländisches irgendwie, wenn wir da aufbauen. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Da machen wir schon mal noch einen Bauchnabel hin. Ja, einen Bauchnabel. Ja, also gut, jetzt sind wir ja gar nicht so weit gekommen. Eigentlich wollten wir dem Kerl ja vielleicht noch ein paar Füße machen oder so, aber reicht nicht. Das reicht von der Zeit gar nicht, ne? Nee. Mensch, ist das kurzweilig hier immer. Ich könnte jetzt den ganzen Abend hier stehen bleiben. Aber gut. Irgendwie. Auf jeden jetzt Fall. Hat er auch noch ein paar Höcker gekriegt hier oben auf dem Nase. Ja, ich denke, irgendwo muss er Luft kriegen. Ja, ohne auch Maske. Wenn wir haben noch gar keine Maske. Oh. Ach du meine Güte. Moment. Was machen wir denn jetzt da? Pass auf, mach mal schnell. Der ist ja noch nicht geimpft. Oder wir machen schnell eine Impfung. Nein, warte. Ach so. Wir können doch auch impfen. Ja, klar. Komm, wir impfen den kurz. Impfst du den mal? Ja, ich impf den und du machst noch eine Maske. Und ich mach schnell noch so eine Maske. Ich habe geimpft, das ist das, was ich gut kann. Sehr geil. Warte, ich muss noch hier so kleine. Pass auf, hängst du nur so die, dran. Die hält er jetzt schon mal fest. Ja. Und jetzt machen wir den noch so ein Schnürchen da dran. Oh, schnell, du weißt, was wir jetzt gar nicht gesagt haben? Bam. Also man könnte ja dieses Ding auch unheimlich gut mal irgendwie als... Die Maske ist bald weg. Ja. Außerdem war der heute zum Test, so wie wir. Und dürfen uns jetzt mal frei hier am Tisch bewegen. Ist ja auch ein tolles Gefühl. Ja, finde ich auch. Cool. Maske ist da. Maske ist da. Okay. Doppelkinn haben wir gemacht. Der Schnabel fällt noch ein bisschen. Ja, der darf sich auch mal vor lauter sehr gut. Bisschen drehen, ne? Gerda, saugut. Ich sag nur, der kiezig. Der andere nachher kiezig. Ja. Perfekt. Geil, sieht super aus. So, nicht so sehr sauber, ne? Aber, aber mal für ganz ehrlich, auf die Schnelle. Termine. Ja, genau. Ja, Viertelstunde. Ruckzuck ist der Nächste dran. Ruckzuck ist der Nächste dran. Nicht wie so. Hallo, liebe Andernacher und liebe First Friday Fans. Mein Name ist Heike
ich bin die Neue in der Hochstraße. Ich bin in der Hochstraße 64 und mein Laden ist Glitzerdings. Und die meisten, die mich irgendwo kennen, Entschuldigung, bin ich ein bisschen aufgeregt. Und die meisten, die mich kennen, die sagen dann, wo bist du denn da in der Hochstraße? Und dann sage ich, ja, ehemalige Eisdiele. Ah, Matuzzi, ja, genau, Matuzzi, genau. Also ich bin im ehemaligen Haus Matuzzi, habe dort den Laden übernommen und habe auch ein Ladenlokal in Mendig und in der Bahnstraße 46 und habe mich jetzt ganz neu auch auf Andernach eingeschossen und freue mich sehr, immer wenn jemand zu mir ins Geschäft kommt. Das Thema heute ist gut vernetzt und dann habe ich erstmal überlegt, was erzähle ich denn da überhaupt und was mache ich denn da? Und deswegen habe ich schon mal auf meinem T-Shirt so das eine oder andere draufstehen. Also so kann man uns erreichen. Es gibt auch einen Online-Shop, es gibt WhatsApp-Nummern, man kann uns auf Facebook finden. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht mal eine gute Plattform, um das zu zeigen. Und dann wollte ich noch ganz kurz erzählen, dass ich einen Sohn habe, der ist 10 Jahre alt und ich bin verheiratet und wohne in Rieden. Und bin modeversessen und habe mir selber immer unheimlich viele Sachen gekauft und irgendwann kam der Gedanke auf, das könnte ich doch auch machen und ich kaufe mir gerne zum Beispiel für 100 Euro auch gern 2 Sachen und da war die Idee, so sollte das in meinem Laden auch sein. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Hier steht schon jemand ganz ungeduldig neben mir. Das ist meine Freundin, das ist die Mandy von MH Endless Style. Mandy, magst du ein bisschen selber von dir erzählen? Ja, guten Abend erstmal. Mein Name ist Mandy, ich komme aus Gerich, habe auch 2 Kinder. Ich arbeite von zu Hause aus, ich designe Schmuck. Emma Endless Style heißt Mandys handgemachter endloser Style. Endlos halt, weil ich gerne Schmuck designe, den man endlos umgestalten kann. Wie zum Beispiel diese Kette oder dieses Band, was die Heike jetzt um hat. Genau, auch gut zum Spielen zwischendurch, vor Aufregung. Das kann man in verschiedenen Varianten tragen. Ich kann es auch gerne mal vorführen, was man damit alles machen kann. Ja, bitte. Also das wäre jetzt mal die lange Variante. Lange Kette, viele tragen gerne lange Ketten. Das kann man jetzt auch als kurze Kette umbauen. Bisschen zittrig hier. Gar nicht schlimm. Wir kriegen das hin. So. Kann man die Steine auch runterziehen, wie man es gerne hätte. Ja. So. Kann man das gut sehen? Zeige ich mich mal. Einmal so. Kurze Variante, finde ich auch sehr schön, mag ich total gern. Man kann aber auch die Schlaufe einfach runterhängen lassen. Bisschen legerer. Ja, das geht auch. Schöne Sache, ne? Kann man alles gut machen. So. Man kann davon natürlich auch ein Armband machen. Wird jetzt am meisten getragen. Soll ich dich so ein bisschen unterstützen? Soll ich ein bisschen festhalten? Ja, das geht schon. Einmal wird das dann durch die Schlaufe durchgezogen, richtig? Genau. Und hier ist einmal ein großer Knopf dran. Das ist quasi der Verschluss. Damit werden die Größen eingestellt. Also das Armband ist das Band ist für alle Größen halt erhältlich. Also so sieht das aus. Am besten einmal vorne rumwickeln, einmal hinten rumwickeln und in der Mitte verschließen. Und schon hat man wieder eine andere Variante. Kann man sonst noch was damit machen? Ja, man kann noch ein Haarband draus machen. Auch schön mit diesen Umschlagfrisuren jetzt. Ja. Kann ich jetzt nicht so gut zeigen. Ich versuche es einfach mal. Genau, muss ja nicht zumachen. Geht ganz gut so. Schön.
Also finde ich auch für den Sommer eine tolle Idee, wenn man auch direkt ein Haarband dabei hat. Sieht gut aus. Schön. Und apropos Sommer, kann man auch noch mehr mitmachen. Man kann es auch als Fußband umbinden. Ja, finde ich eine ganz klasse Idee. Ne? Wenn man langsam mal die Füße nackig werden lassen kann, dann ist das ja auch eine gute Idee, wenn man ein Fußband daraus machen kann. So, ja, wann ist dir die Idee gekommen? Ja, die Idee kam mir im ersten Lockdown. Da hatte man ja genug Zeit zum Überlegen. Manchmal gut, ne? Doch manchmal gut für etwas. Ja, ja, okay. Es gibt auch passende Ringe dazu. Ja, genau. Und halt passende Ohrringe. Man kann halt das vielleicht mal so aussuchen. Also die Bänder gibt es in allen Farben, die Steine auch. Die Ringe sind auch verstellbar in der Größe. Ja, Ohrringe übrigens auch. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ohrringe gibt es auch dazu. Ist immer wieder in den Steinen variabel. Ne? Also hier kann man es sehen am Ring, dass das unterschiedlich aussieht. Und die Ohrringe, alles passt wieder irgendwie zusammen. Ja, sehr schön. Ja, und passend immer zur Kleidung, ne? Ja. Machen wir nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Hier hat man verschiedene Anzüge, die ich zeigen kann. Und wir haben immer die passenden Outfits dazu. Das passt sehr gut. Sollen wir mal das ein oder andere Armband noch zeigen? Ja. Ja? Also ich habe ein paar Varianten mitgebracht und dachte, ich zeige das mal ganz schön. Und fangen wir doch einfach mal hier an. Also ich habe noch ein weißes Kleid hier dabei. Ich weiß nicht, also alles so, alles bis 50 Euro, mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich freue mich natürlich über jeden, der im Laden vorbeikommt und sich das mal selber anschaut. Ab Montag wird ja auch alles wieder einfacher. Ne? Das ist eine braune Kette dazu. Einmal braune Variante, die natürlich auch als kurze Kette geht. Ich weiß nicht, ich zeige das vielleicht mal kurz so, oder? Ja. Genauso wie das auch als Armband, als Haarband. Na, geht ja alles. Und wir haben auch extra von dir den designten Ring noch mitgebracht. Ich weiß gar nicht, kann man es immer sehen? Soll ich ein bisschen näher gehen vielleicht? Kann man es vielleicht ein bisschen sehen? Ja? Ah, da! Kann man es erkennen? Ja, ich krieg einen Daumen hoch. Wunderbar, schön. Dann zeige ich die nächste Variante noch. Sind alles nur Ideen, ne? Alles Ideen dazu. Einmal mit Anzugjacke, weiße Bluse, blaues Band. Auch mal ein bisschen anders. Hier ist es ein bisschen glitzeriger. Also alles, was an Steinen drin ist, ist hier ein bisschen mehr mit Glitzer. Ne? Für denjenigen, der es gerne mag. Finde ich wirklich schön. Und Jeans, genau. Jeans hatten wir auch noch dazu. Und die nächste Variante wäre das Outfit. Finde ich auch super schön. Mit Rot. Ja, kann man auch schön schwarz dazu dran. Ja, genau. Finde ich richtig klasse. Auch mit roter Kette. Schöne Sache, ne? Ja, wir freuen uns selber, dass es so schön gelaufen ist. Mandy, haben wir noch was zu erzählen? Ich überlege gerade, wir sind sehr, sehr schnell mit dem, was wir so zu erzählen hatten. Jetzt, ich stocke gerade so ein bisschen. Du hast aber noch mehr zu zeigen, ne? Eigentlich da, genau. Den Ring könnte man noch zeigen, der wäre eine ein bisschen andere Variante. Genau, das ist jetzt ein Ring zum Umbauen, den man immer wieder passend zu der Kleidung umbauen kann, mit Silikonring. Ja, den kann man so aufschrauben, ne? Und dann kann man die mittleren Teile immer abändern und das kann man dann im Prinzip dazu kreieren. Ne? Also ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Zu jedem Outfit kann man einen anderen Style herstellen und das wirklich individuell. Also sprich, Sie stehen bei, kommen zu mir ins Geschäft, finden irgendwas ganz toll an Kleidung, dann finden Sie auch können Sie sich jederzeit den passenden Schmuck dazu herstellen lassen. Genau. Ne? Bestellen, je nach Größe auch. Nach genau, Farben, also die Farben unterschiedlich hier, das ist ja mit rosa, pink,
Schwarz, das Ganze geht in Weiß, es geht in Gold, es geht in Silber, es geht in allen möglichen Varianten und Farben. Einfach fragen. Ne? Genau. Mandy, deine Facebook-Seite, MH Endless Style. Ja, auf Instagram findet man mich auch unter MH Endless Style. Habe ich auch sehr viel Schmuck drauf. Ja. Gerne mal drauf gehen und schauen. Im Geschäft ist auch einiges zu finden. Einfach reinkommen, wir freuen uns auf euch. Ja. Und wünschen euch noch viel, viel Spaß mit den anderen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns, auch wenn wir sehr aufgeregt waren. Jetzt so langsam fangen wir uns an. Und dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Von mir auch. Tschüss, schönen Abend. Alles Gute. Hallo, meine Lieben, wir müssen erstmal jubeln! Hey, super. Also pass mal auf, Leute, es gab so tolle Neuigkeiten. Wir haben also tatsächlich eine ganz, ganz tolle Frau, die hat tatsächlich für diesen Vogel eine Spende in die Aktionsgemeinschaft gemacht, und zwar 1000 Euro. Und tatsächlich muss ich wirklich sagen, Gerda, du bist die Künstlerin überhaupt. Ich finde das so schön. Die Dame hat gesagt, dass sie unsere Aktion hier in Andernach so toll findet, weil wir Händler alle so zusammenhalten und eben auch mit der Gastro, und dass wir das so schön gemacht haben. Und ich glaube, das ist einfach das schönste Geschenk, was sie uns einfach machen kann. Ja, Gerda, ich hätte nie gedacht, und meine Freundin darf dabei sein. Und mal ganz ehrlich, Leute, an ganz Aktionsgemeinschaft, ich hab euch so lieb, ich finde es so geil. Aber ich muss auch noch erwähnen, also wir wissen ja nicht, wer die anonyme Spenderin ist, die ich übrigens jetzt schon knutsche. Also wir haben immer noch das Kinn ein bisschen gestützt, und ich glaube, es wäre schön, wenn Sie sich trotzdem irgendwie bei der Frau Ritzdorf melden, damit wir diesen schönen Kiezig auch so machen können, dass er also auch natürlich ausgefertigt ist. Also so, wie er dann eben auch zu Hause sein soll. Und ganz, ganz lieben Dank. Also ich glaube, da kann ich aus dem Herzen von allen sprechen. Top! Vielen, vielen Dank. Das tut so gut, dass wir da so von Ihnen unterstützt geworden sind. Ja. Echt ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Mir fehlen jetzt weitere Worte, weil ich bin einfach irgendwie so übelig. Ich freue mich so. Ja. Das ist so schön, Gerda. Ja, ist und ist schön. Das nicht toll? Echt so eine schöne Zeit jetzt wieder. Und jetzt hat man so ein Glücksgefühl und so. Und ich glaube, da können wir alle mit anstecken. Danke, danke, danke. Wir hauen ab und nehmen den Kiezig erstmal mit. Wir passen gut drauf auf, okay? Wir passen auf jeden Fall gut drauf auf. Hi Franka, wir sind schon live, haben wir jetzt gerade gemerkt. Wir sind schon dran. Sehr gut, perfekter Start. Sehr schön. Ja, passend zum Motto, gut vernetzt, haben wir uns gedacht, starten wir heute mal in den Abend und vernetzen uns mit Gründern aus Koblenz und haben uns dafür Verstärkung geholt von euch. Wir wollten ein bisschen snacken, ein bisschen schnacken, und da wart ihr einfach perfekt für. Ich bin Caro von Loft Number 7. Und ich bin Franka von Kahua Chocolate. Und ich habe mich so gefreut, als du mir geschrieben hast, weil alles, was ihr macht, sieht so beeindruckend aus. Ihr seid ja auch gerade in der Gründung oder in der zweiten Gründung drin. Und deswegen, ich bin so gespannt, was du mir heute erzählst. Wir sehen uns heute das erste Mal. Also ja. Umso spannender. Das stimmt. Und ich sehe schon, du hast hier so ein paar Leckereien mitgebracht. Und ich freue mich schon total, probieren zu dürfen. So ein bisschen, damit die anderen neidisch werden. Absolut. Was hast du denn mitgebracht? Also, wir sind eine Schokoladenmanufaktur. Das heißt, wir machen Bean-to-Bar-Schokolade. Mhm. Das heißt, von der Bohne bis zur Tafel machen wir den kompletten Prozess selber. Normalerweise wird Schokolade so fertig produziert von der Industrie, dann eingeschmolzen und weiterverwendet. Und dieser Bean-to-Bar-Trend ist eben so Thema Nachhaltigkeit aus den USA. Man kennt es eben in den Ursprungsländern von Kakao ganz häufig, dass im Hinterhof Kakao angebaut wird und vorne macht die Familie Schokolade draus. Der Schokoladenprozess ist ein sehr langer, und wir bekommen unsere Bohnen aus Costa Rica von Bauern, die wir kennengelernt haben. Ja, ihr kennt sie auch tatsächlich persönlich? Wir kennen die persönlich, ja, ja. Ach, wir waren die besuchen, wir haben mit denen gearbeitet. Wir wissen genau, wo unser Kakao herkommt, weil wir wollten keine Monokulturen. Mhm. Und Biosiegel ist zwar eine schöne Sache, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, sich selbst davon zu überzeugen. Also dann habt ihr auch einen total persönlichen Bezug tatsächlich, ja. Und wisst wirklich ja
ganz genau, wo das Produkt herkommt. Absolut, absolut. Mega. Das ist was total Cooles, weil wir wissen, dass die Bauern fair bezahlt werden und wir wissen, dass wir immer wirklich gute Bohnen bekommen und wenn was sein sollte, wir können uns immer melden. Die Bohnen kommen so bei uns an, die hier sind sogar schon geröstet von uns in der Manufaktur. Mhm. Die wenigsten Leute haben Kakaobohnen jemals gesehen. Viele, die... Zeig das mal so in die Kamera. Ich glaube, man kann sehen. So kleine braune Nüsschen, könnte man sagen. Und die kann man auch pur essen. Kakao ist die Speise der Götter und hat total viel an Nährstoffen. Natürlich geht das verloren, je mehr man zusetzt und je geringer der Kakaoanteil ist. Aber der pure Kakao oder die pure Bohne ist voller Kalium, Magnesium, hat viele positive Nährstoffe. Theobromin macht glücklich, deswegen sagt man, Schokolade macht glücklich. Sehr gut, dann würde ich auch mal sagen, darf ich das jetzt einfach so? Das kannst du einfach snacken. Du kannst die Schale abreiben in den Fingern, aber das geht manchmal nicht so gut. Mhm. Wenn das nicht gut geht, einfach in den Mund. Das klappt. Oh, wow. Ja, sehr cool. Schmeiß einfach in die Tüte sonst. Ich bin gespannt, wie du auf diese Bohne reagierst. Hast du schon mal Kakao gegessen? So eine Bohne? Pur nicht, nee. Auch Nips oder so? Kakaonips? Ja, das schon. Okay, dann wirst du das vielleicht kennen, weil die Nips sind am Ende einfach nur die gebrochenen Stückchen von der Bohne. Mega. Also überhaupt nicht so, so süß, wie man das dann im ersten Moment natürlich damit assoziiert, aber man schmeckt direkt so dieses Schokoladige und das ist so ein... Ja, so ein purer Geschmack, ne? Ja, ja, genau. Hammer. Das ist halt komplett zuckerfrei. Die Maya und Azteken haben das sehr geschätzt und haben das zu Ritualen gewalzt und mit Honig oder Vanille, Chili, Pfeffer, eben den Gewürzen, die sie gerade da hatten, gesüßt, aufgeschäumt und getrunken. Richtig gut. Aber wie kam das eigentlich, also dass du so diesen Weg zur Schokolade irgendwie gegangen bist und dann final jetzt in Koblenz gelandet bist? Also wie hat das deinen Lauf genommen? Also es war ein längerer Prozess. Ich mache das mit meinem Partner zusammen, der ist Süßwarentechnologe. Das heißt, er kennt die industrielle Seite der Schokoladenproduktion oder generell der Süßwarenproduktion. Für mich als Konditorin ist es eher eine Theorie-Sache, weil wir tatsächlich in der Schule Blätter bekommen mit Fließdiagrammen, wie das eben auszusehen hat. Und mehr weiß man nicht. Und ich habe damals ein Stipendium bekommen für ein Auslandspraktikum und da habe ich mit meinem Freund natürlich gequatscht und wir dachten, so wäre doch cool, wenn wir das mal richtig kennenlernen. Und ich habe, glaube ich, 30 Bewerbungen geschrieben oder 40 und ich habe eine Zusage bekommen. Okay. Und die war Gold wert, weil das war ein mega tolles Paar in Brüssel, die sich auch erst 2016 selbstständig gemacht haben, die das auch in ihrer Manufaktur so ähnlich machen wie wir. Mike und Becky's heißen die beiden und die haben fantastische Schokolade und ich durfte da so viel lernen. Dann habe ich das zweite Praktikum drangehangen und ja, dann haben wir gedacht, komm, warum nicht? Das ist was Tolles, das ist was Nachhaltiges und es geht ja auch so ein bisschen zurück zu dem selber Produzieren. Und was wir eben erreichen können damit, ist wirklich den puren Geschmack der Schokolade zu behalten. Das heißt, es wird so wenig verarbeitet und wir wissen genau, was wir zusetzen. Wir benutzen keinen raffinierten Zucker oder Ähnliches, sondern wirklich nur so regional wie möglich oder so nachhaltig wie möglich. Und dadurch hast du wirklich den puren Geschmack von Kakao und Schokolade noch enthalten. Nachhaltigkeit ist ja bei euch auch echt ein großes Thema. Ja. Du bist ja selber auch Vegetarierin, wenn ich das richtig weiß. Genau. Ihr habt ja auch so ein paar vegane Sachen im Sortiment. Wie ist da der Unterschied? Wo arbeitet ihr da hauptsächlich? Mit welchen Zutaten? Dass man auch diesen, ja, typisch schokoladigen Geschmack, wie man ihn halt kennt, trotzdem hat. Ja, das ist eben, genau das ist das Ziel. Wir versuchen mit so wenig Produkten wie möglich, die eben sehr qualitativ sind, einen sehr natürlichen und intensiven Geschmack zu erreichen. Weil es ist so, wenn du ein gutes Produkt hast, dann schmeckt auch dein Endprodukt gut. Weil wenn du einfach Billigkram nimmst, das ist so, oder Sachen, die einfach nicht gut hergestellt wurden, wo viel zugesetzt wird, das wirkt sich auf dein Endprodukt aus. Das heißt, wir benutzen eigentlich nur Bioprodukte. Mhm. Es sei denn, wir kennen die Leute, wir kennen die Farmer und wissen, dass es ein gutes Produkt ist, dass keine Pestizide verwendet werden, keine Monokulturen, kein Regenwald abgeholzt wie bei unseren Kakaobohnen. Oder wir hatten zum Beispiel Nüsse, das waren Piemonteser Haselnüsse, die sind so fantastisch, die sprechen für sich. Die waren jetzt auch nicht biozertifiziert, aber wir kennen die Familie, die die anbaut. Deswegen ist das für uns kein Problem. Und wenn wir vegane Produkte machen, ich mache auch Hochzeitstorten und sowas, also gerade wenn ich mit veganen Produkten oder veganen Torten, Gebäcken arbeite, ist es mir wichtig, dass ich dann nicht anfange, die Chemieküche auszupacken. Also ja. Verdickungsmittel hier und dort. Ne? Ja. Also es ist, wenn man auf die Rückseite von den Verpackungen drauf guckt und es stehen mehr als 5, 6 Zutaten drauf,
dann nehme ich es nicht für meine Sachen. Also ich versuche wirklich natürlich zu bleiben und wandle deshalb auch nur die Dinge in vegan um, die sich umwandeln lassen. Ja. Dinge, die sich einfach zu schwer umbauen lassen oder wo man dann anfängt zu experimentieren und 1000 Zutaten reinzuhauen, um irgendwie einen bekannten Geschmack zu erreichen. Das machen wir nicht. Aber wir haben zum Beispiel... Ich habe es schon gesehen. Ich dachte schon so, ich muss gleich die Überleitung irgendwie so machen. Da steht noch was, ich muss auch probieren. Jetzt ist die Chance. Und zwar diese Cookies, die wir machen, die sind zum Beispiel vegan. Ich hoffe, man kann das irgendwie zeigen, dass es mir nicht rausfällt. Es sieht fantastisch aus. Ja, das hoffe ich. Das ist echt, das ist so, wir machen so ein kleines Basic-Sortiment. Und wir machen auch gar nicht so viel, weil ich will keine Konditorei. Ich will nicht Produkte wegschmeißen müssen abends. Wir haben ein paar Sachen, die gut gemacht wurden. Und wir halten das Sortiment auch relativ eng. Und dazu gehören eben diese veganen Cookies. Mhm. Wir haben im Moment, wir wechseln das, ja, probiere ich. Wir haben hier einmal mit kandiertem Ingwer und darunter ist Milchschokolade mit Fleur de Sel. Natürlich vegane Milchschokolade. Das klingt echt super lecker. Aber wie kam das, dass ihr euch für Koblenz entschieden habt? Wir hatten natürlich vorher schon überlegt, sollen wir jetzt in eine Großstadt oder... Also wenn ihr das schmecken könntet... Das schmeckt so verdammt lecker. Oh, das freut mich. Mm. Ja, wir versuchen auch echt eine Rezeptur reinzunehmen, wo wir wissen, das ist echt safe, gut und das gefällt uns und da stehen wir hinter. Und das ist bei den Cookies der Fall. Ich liebe die auch. Mega. Man muss echt aufpassen, wenn man damit arbeitet. Ja, und in Koblenz, es kam so, dass wir dachten, in einer Großstadt, wo wir uns nicht auskennen, jetzt Fuß zu fassen, beziehungsweise wir wissen nicht genau, wie ist der Standort. Wir hätten so viel Arbeit da reinstecken müssen, einen guten Standort zu finden und uns dessen auch sicher sein zu müssen. Und in Koblenz kennen wir uns aus. Ich bin hier geboren, komme aus Koblenz, mein Partner kommt aus Neuwied, das heißt, das ist so unsere Area. Und das, der Vorteil in Koblenz ist, es hat so eine schöne Größe. Es ist nicht so groß, dass Sachen verloren gehen, aber es ist auch nicht zu klein, dass man wirklich nach einem Tag jeden kennt. Es ist so vermischt, dadurch, dass eben Leute auch aus Andernach oder aus Neuwied eben dazukommen, aus dem Hunsrück, von überall, geht es überall auch hin. Also ich fahre auch total gerne rum und mag diese Gegend hier total gerne. Und irgendwie war der Bezug so stark, dass wir gedacht haben, hier ist es der richtige Ort, um zu starten. Also wir finden es mega. Wir haben auch gerade, was für ein Glück, dass wir wirklich, ich sag jetzt mal um die Ecke, so ein cooles, junges Konzept haben, was es auch de facto nicht in jeder Stadt gibt. Also mega cool und das gerade mal 20 Minuten von Andernach entfernt, also perfekt. Ja, absolut. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, als ich bei Instagram gesehen habe, dass ihr euch jetzt selbstständig macht. Ich habe es ja schon gesehen, bevor du mich angeschrieben hast, was ihr so macht. Deswegen umso mehr Freude, als ich gesehen habe, oh Gott, sie schreibt mir, warum? Warum? Was will sie? Warum will schreibt sie? Von sie? Mir? Ich freue mich, aber was will sie? Und dann habe ich mir ein bisschen mehr angeguckt, was ihr macht. Ich habe viel von eurem Umbau gesehen, wusste aber noch gar nicht so recht, wo es hingeht. Natürlich habe ich mich jetzt ein bisschen informiert, aber erzähl doch mal, was macht ihr jetzt in Andernach? Ja, wir haben einen komplett neuen Laden jetzt im Moment auf die Beine gestellt. Also ich bin das erste Mal jetzt selbstständig, habe mich mit der Meltem zusammen selbstständig gemacht. Sie war jetzt schon fast 20 Jahre hier am Standort mit einer Boutique mit ihrer Schwester selbstständig. Und ja, wir haben irgendwie aber gedacht, wir haben einfach Bock auf was Neues und irgendwie auch Bock, was zusammen zu machen. Und dann ist das halt irgendwie so über die letzten Monate entstanden. Und wir sind jetzt seit, oh Gott, 3 Monaten, 3, 4 Monaten im Umbau schon. Ja, ja. Und starten tatsächlich nächste Woche Freitag mit unserem Loft Number 7 direkt am Marktplatz. Und sind junge Gründer und haben halt auch das ein oder andere Label, was halt auch Nachhaltigkeit groß schreibt, beziehungsweise halt vor allen Dingen auch sehr transparente Prozesse. Das ist ja in der Modebranche auch, ich sag jetzt mal, es ist so schwer zu finden, hier in Koblenz auch einfach. Es ist so schwer zu finden bei uns. Es ist so cool, dass sowas jetzt in Andernach kommt. Und ich habe eben schon gehört, es gibt ein paar Label, die echt geil, du hast was von Plastik erzählt, recyceltem Plastik. Ne? Oder was gibt es denn da noch für Nachhaltigkeitsaspekte, die ihr so vertretet? Also wir haben zum Beispiel ein Label, das heißt Love Joy Victory. Das ist auch ein deutsches Label, das kommt aus Hanau. Und was bei denen total untypisch ist für die Branche, die veröffentlichen, wer ihr Produzent ist. Also du weißt genau, welche
Fabrik bzw. welcher Produzent in Indien fertigt diese Kleidung. Cool. Und die legen alles komplett transparent offen. Es ist alles Organic Cotton, auch in Bio-Qualität, Pima Cotton. Und ja, sie sagen halt, sie produzieren zwar in Indien, sie möchten aber das Ganze so transparent wie möglich halten und wirklich auch ja, dem Kunden da das Gefühl geben, dass er weiß, wo das Teil herkommt. Ja. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, dass mit Namen gesagt wird, wer der Produzent ist. Dann haben wir aber auch wiederum Labels, zum Beispiel Sophie Schnorr aus Dänemark, die ganz, ganz viel auf... von der auch das Kleid ist. Von der auch dieses Kleid ist. Genau, dieses wunderschöne Kleid. Ich muss nur aufpassen mit diesen Cookie-Fingern hier, dass ich nicht rankomme, aber das ist so verführerisch. Auf jeden Fall, die arbeiten ganz viel mit recyceltem Plastik. Also die Synthetikfasern werden halt oft aus recycelten Materialien hergestellt. Okay. Und ja, uns ist halt auch wirklich wichtig, dass wir... ein enges Verhältnis auch zu den Firmen haben und eine gute Zusammenarbeit und dass wir halt auch wissen, unter welchen Bedingungen halt produziert wird. Und das ist halt für uns auch ein wichtiger Faktor. Wir versuchen zum Beispiel, wenn wir Online-Bestellungen haben, werden wir halt keine Luftpolsterfolie holen, sondern ein Sizzle-Pack aus recyceltem Papier. Diese kleinen Fitzelchen. Genau. Ne? Und versuchen halt da auch wirklich zu schauen, bei den Verpackungsmaterialien auch oder auch bei Gutscheinen, dass wir halt, wenn Materialien verwenden, die halt ja, recycelt sind und halt auch eine natürliche Basis haben, sagen wir es mal so. Also von vorne bis hinten eigentlich durchdacht, was das angeht. Und euer Style ist ja auch eher niederländisch. Also ich kenne das aus Holland, große Fenster, bisschen Altbau, hohe Decken, Industrial. So, wie kam das, dass ihr euch auf dieses Holländische so eingelassen habt hier im Raum? Ist ja auch eher ungewöhnlich. Ich muss einmal gerade einen Cookie schlucken. Also es war irgendwie so, dass dieses Gebäude, das ist schon so speziell, so wie du sagst, es hat halt extrem große Fenster, viele Fenster. Ja. Und ja, irgendwie haben wir schon gedacht, das erinnert uns total an Loft. Daher auch der Name. Mega. Und wir standen da und dann haben wir angefangen halt wirklich rauszureißen und haben gedacht, boah, es ist wie in Amsterdam eigentlich. Also man steht da. Die Wände, dieser Charme einfach, der durch dieses Gebäude entsteht, ist einfach der Wahnsinn. Unsere Treppe in den Keller ist so steil wie die Treppen in Holland, kann ich nur sagen. Aber ja, es ist halt, wir lieben dieses Lebensgefühl, auch dieses Lockere, was die Niederländer haben. Deswegen wird, wenn es die Situation wieder hergibt, wir werden Bänke draußen haben mit Kissen, man kann sich draußen hinsetzen. Es gibt einen super leckeren Kaffee bei uns, wo wir auch eine regionale Kaffeerösterei mit ins Boot holen möchten. Und dann natürlich auch hoffen, dass wir von euch vielleicht ein bisschen was dann noch mit dabei haben. Also seid gespannt. Da quatschen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Und ja, dieses lockere, freie Lebensgefühl, das hat uns total gefallen irgendwie. Und der Laden sieht halt aus wie in Old Amsterdam. Also es ist echt ein Schätzchen. Ja. Cool. Und das kann man sich dann ab Freitag per Termin Shopping bei euch angucken. Und also jetzt kann man schon die Termine buchen. Mhm. Und ja, ab Freitag starten wir dann nächste Woche Freitag. Genau. Ja, cool. Ich freue mich. Ich bin auf jeden Fall dabei. Mega. Wir sind, glaube ich, durch von der Zeit. Ja, war schön, mit dir zu quatschen. Danke, Franka. Ich hab dir zu danken, Caro. Mega. Das schenke ich dir. Das nimmst du bitte mit. Super. Vielen und lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Wir machen hier noch ein bisschen sauber und dann sind wir auch weg. Danke dir. Danke dir. Ja, hallo zusammen. Mariam, hallo. Laura, hallo. Hallo. Ja, tschüss, willkommen in der Skola. Hör mal, wir wollen mal ein bisschen heute über Wein sprechen und wie wir uns kennengelernt haben. Deswegen stelle ich mal die Flasche hier hin zum Sommelier. Perfekt. Gib euch mal drei Gläser. Genau. Flaschen aufmachen kann ich, glaube ich. Müsstest du können. Kann das leicht. Ja, freut mich sehr, dass ich an den Mittelrhein kommen durfte. Ja, gerne. Das ist eine besondere Ehre als Nahwinzerin, gell? Das ist...
morgen pünktlich durchgekommen. Genau, hat alles wunderbar geklappt. In die schöne Stadt Andernach reingefahren. Genau, durften schon mal ein bisschen schnuppern. Ach, und ja, freue mich sehr. Ich habe auch den Rhein überquert auf dem Weg hierher. Du kommst überall rein. Genau, ich komme wieder rein. Stell's mal so hin, ne? Ja, dann erzähl doch, was wir trinken. Ja, gerne. Also ich habe eine eigene Weinlinie. Das heißt, wir haben zu Hause ein altes Familienweingut und bin die 11. Generation, war in Geisenheim, habe den Bachelor gemacht und durfte dann etwas experimentieren. Mein Vater hat viele Rebsorten angepflanzt und jetzt habe ich dabei Sauvignon Blanc und Scheurebe. Was ganz Besonderes, sehr aromatisch bei uns, die Fruchtbombe im Weingut und Jahrgang 2020. Mhm. Und ja, probieren wir mal. Scheurebe ist ja sozusagen der deutsche Sauvignon Blanc, oder? Ja. Der Pirat, ne? Genau, deswegen war das für mich wichtig, weil ich liebe Scheurebe, Sauvignon Blanc, Chardonnay, das sind so meine Lieblingsrebsorten. Kein Riesling. Ja gut, das ist der Klassiker schlechthin, ne? Das ist natürlich auch eine große Kunst, das zu machen, aber im Endeffekt kann man mit so einem aromatischen Wein ja auch nochmal ganz anderes Aufsehen erregen. Und das war mir wichtig, dem Ganzen nochmal mit mehr Kraft, Frucht und Eleganz auch trotzdem. Genau, ein bisschen Fruchtsüßes drin. Genau, ganz, ganz zart nur, aber passt unheimlich gut. Ne? Was können wir dazu essen? Zum einen haben wir... Ich habe ein bisschen was besorgt. Du hast das ja vorbereitet, ne? Ja, ich ein bisschen vorbereitet. Ja, das hätte ich gedacht. Dann können wir ein bisschen Salami aufschneiden, ein bisschen Käse dazu, wird das passen? Auch hier vom... Andernacher Restaurant Joso wird es ganz gut passen zu dem Wein, ne? Ja, von der Sarah, die nachher noch kommt. Ne? Asiatische genau, Küche? Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Ich schreibe mal ein bisschen was vor. Gerne. Okay. Gib mir mal die Schürze da, die manchmal anziehen. Handwerke. Guck mal, was das mitmacht. Ich muss hier umlegen, Dirk. Ne? Ja. Oh, pass mal auf. Geht das? So, geht auch schon. Soll ich noch was rausholen? Willst du den anziehen? Hier. Gut, der Kapuze mal. Die zwei Riemen. Und wenn mein Bauch da reinpasst, dann. Ach, los, wir machen das schon. Wir kleiden dich, Papi. Und die machen schlank, oder? Sitzt. Okay. Gut, ja. Und ich sehe auch mal so einen Bergkäse mit Salzkristallen zu den Beinen. Mega, ja. Ja. So ein bisschen das Mineralische, was wir an der Nase sowieso haben, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Und auch so ein Salami und Schinken mit der Salzigkeit, mit der Säure zusammen. Ja. Klappt auch gut. Ne? Gucken wir mal. Ein kleines Brettchen. Hat eine schöne Stachelbeer-Aromatik, finde ich momentan. Die ja, habe ich auch rausgefunden. Ja. Und trotzdem ist es fruchtig, aber irgendwie leicht, frisch, kühl, nicht erschlagend oder so, sondern irgendwie belebend, animierend. Mega Zug, ne? Tag. Ja, total. Trinkfluss, genau. Ja. Ne? Der beste Käse ohne Feige, ne? Oder du machst quasi eigene Weine bei euch im Weingut und deine Familie, ihr als Familie macht dann sozusagen, sag jetzt mal vorsichtig, das normale Sortiment. Ja, genau, also das war, sag ich mal, die letzten Jahre so, wobei die ganze Verantwortung sich schon mehr auf mich jetzt rübergezogen hat. Also ich habe auf jeden Fall die größten Aufgaben mit Weinmachen und Marketing und so Betriebsleitung mehr oder weniger. Ne? Das ist jetzt zu Corona-Zeit noch ein bisschen... Das Schöne, weil man doch wieder mehr Winzer ist, wieder mehr im Weinberg jetzt sein darf und freue ich mich auf jeden Fall auch wieder drauf. Keine Messen, keine Reisen. Ja, genau. Also es hat alles positive und negative Effekte. Ja, dann probieren wir nochmal den Käse. Mhm. Was ihr dazu sagt. Mangosenf mit Rot- und Kampottpfeffer und ganzen Senfkörnern. Mhm. Probiert mal. Sehr spannend. Also einmal pur. Ist das was zu dem Wein? Lecker, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Wichtig immer auch sozusagen für den Sommelier ist Essen und Wein zusammen im Mund. Also wir trinken ja oftmals in Deutschland, wir essen, trinken Wasser, trinken Wein. Bisschen kristallig, ne? Ja. Du musst es ja kombinieren, ne? Dass du sagst, du hast Säure, die Kristalle hast du gemeinsam im Gaumen. Ne? Am besten immer dann... Muss das da schmutzig sein, ne? Mhm. Ja, aber das wird ja gerne gesehen, ne? Aber es ist in Südeuropa ganz normal. In Italien, in Spanien wird immer getrunken mit Essen. Ja, ich finde den Wein echt spannend. Ne? Ich hatte ja noch nie so ein... Wie viel Prozent Sauvignon ist drin? Mhm. Unterscheidet sich jedes Jahr ein bisschen. Okay. Der größte Anteil ungefähr bei 80%. Spannend. Mhm. Ist die Schwarze... Ja,
so ein rein deutsches Ding oder hat das auch irgendwie europaweit oder so Nachfrage oder Wachstum oder wie kann man sich das vorstellen mit der Rebsorte? Also wir haben hauptsächlich auch in Deutschland die Kunden und die Scheurebe ist eine alte deutsche Rebsorte und ich bin natürlich auch jemand, der gerne alte Rebsorten aufgreift. Wir haben auch Roten Riesling zum Beispiel angepflanzt, der als Urvater vom Weißen Riesling gilt und da ist Scheurebe natürlich auch sowas. Wir hatten einen 40 Jahre alten Weinberg, der musste dann leider Gottes, weil die Rebstöcke dann doch zu, sag ich mal, brüchig waren, musste ich leider aushacken und dann haben wir aber nochmal neue junge Rebstöcke gepflanzt, wo wir jetzt natürlich viel Potenzial haben und hoffentlich viel Spaß haben. Ja. Dirk hat gesagt, 15 Minuten eine Flasche, von da schenke ich mal nach. Ja, ja, bitte nach. Sehr gerne. 15 Minuten kriegen wir die weg, oder? An wie soll es nicht scheitern? Ich habe dazu einfach für den Käse jetzt mal ein bisschen Salami gelegt. Ich denke mal, das ist so für die Uhrzeit hier, die wir jetzt haben, eine ganz schöne Sache. Wein kann man nicht früh genug trinken am Tag, ne? Gerade im Moment in der schweren Zeit. Das stimmt, ja. Oder? Das ist für uns heute der Impfstoff hier. Auf jeden Fall, ja. Gerade hier, halbes Jahr keine Gäste im Restaurant gehabt. Wie läuft's denn da? Ja. Also wir hoffen, dass wir jetzt zeitnah mal da irgendwo in Richtung Normalität kommen. Gibt es jetzt schon Vorbereitungen irgendwie, wo ihr jetzt schon drüber nachdenkt, Mensch, was müssen wir machen? Also nachgedacht haben wir die ganze Zeit, jeden einzelnen Tag, seit dem 1. November. Aber es ist ja immer, du bist ja gebremst, du weißt ja nie, wann kann mal ein Signal kommen. Weil wenn du jetzt Gedanken machst über ein neues Menü mit einem neuen Wein, weißt du dann nach 3 Wochen, ist die Spargelsaison wieder vorbei zum Beispiel. Das ist ja auch eine Frage, abhängig, was die Natur bringt, was passt in welcher Jahreszeit zur Küche. Und da muss man natürlich auch ein bisschen flexibel agieren. Ne? Ich glaube, da gibt es viele Haushalte, die jetzt privat uns einen Spargel wegkaufen. Ne? Ich glaube, generell wird zu Hause sehr gut gekocht, ne? In Deutschland. Ja. Hoffentlich, ja. In der Zeit, mal nachzudenken, ne? Jetzt in der Zeit. Das haben wir mit der Skola auch gemerkt. Also wir haben auch um 180 Grad gezwitscht. Wir haben uns digitalisiert, wir haben einen neuen Shop. Wir haben in dem ersten Shutdown gemerkt, oh, es darf ja keiner mehr raus. Ne? Wir haben Ausgangssperre, so was mal zu machen, dann nutze die Zeit. Und geht's dann hin und versuchst regional zu denken und sagst dann, oh, wo sind denn die Manufakturen, so wie wir uns kennengelernt haben. Ich war im Hotel, du machst abends eine Weinprobe. So, wir haben uns kennengelernt mit der Weinprobe und so kommt so ein Netzwerk zustande, wo man dann sagt, warum nicht immer so? Und gerade in der Zeit, wo man sagt, okay, Mann, jetzt zählt es, ist Netzwerken für mich das Allerwichtigste. Und dann treffen wir uns auch hier in der Skola und sagen, Mensch, hast du eine digitale Idee, wie können wir Andernach vernetzen, wie können wir das mit dem First Friday machen, wie können wir einfach Leute, die sich gut verstehen und man lernt halt wirklich nette Leute und liebe Leute kennen, was das Thema Wein angeht. Ne? Ich mache alle 4 Wochen eine Weinreise mit meinem Auto. Mosel war bis jetzt immer so im Vordergrund, aber das Rheingau wird erobert, die Nahe wird erobert und auch die A ist ganz spannend geworden für mich, weil ich hatte 40 Jahre nie was mit der A zu tun gehabt und auf einmal kommt ein Winzer auf mich zu und sagt, probier doch mal unsere Nummer 7 oder probier mal an die Mosel und versuch mal mit dem Matthias Knebel klarzukommen oder guck dir mal die steilen Lagen an guck dir mal einen tollen Cuvée an. Aber es ist ganz spannende Leute und so ist das so eine Win-Win-Situation, die wir haben. Der eine möchte gerne umbauen und sagst, okay, mache ich sehr gerne für dich, aber wenn du mir Wein mitgibst, auch sehr gerne. Ne? Und so hat dann einfach mir hier gesagt, okay, seit 4 Monaten verkauf Wein, warum nicht? Und man lernt ganz tolle Leute kennen. Ja. Sehr schön, ja. Und alle haben ja auch die gleiche Auffassung, alle wollen gut essen, gut trinken. Meistens sind die Menschen ja auch sympathisch, die man da trifft in dem Kontext. Das ist ja der entscheidende Faktor. Ja. Wir, In unserer kleinen Blase des Genusses haben wir ja selten unsympathische Menschen. Ne? Das stimmt, ja. Nicht mal ausgemacht. Angenehm. Angenehme Leute, oder? Ja, ist auch mal so. Lass uns nochmal anstoßen, weil wir haben ja nicht lange Zeit. Ne? So ist es. Wir müssen ja vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Jetzt habt ihr die Salami mal probiert. Ja. Super, was ist das Grundmaterial? Was für ein Tier steckt dahinter? Tja, das maremmische Schwein. Also das Wildschwein drin. Ja, und halt kein Pökelsalz drin. Und trotzdem ist das, durch das Wildschwein eine schöne Farbe. Guter bleibt Geschmack. Schön von der Konsistenz, ist lange haltbar. Ja? Heute hat jeder schönen Bio-Kühlschrank zu Hause. Also Käse und Mousse kann man da wirklich monatelang aufbewahren. Auf jeden und Fall. Es wird nicht schlechter. Apropos Schinken, guck mal hinter dir, da ist eine Aufschnittmaschine, da liegt noch ein Schätzchen drauf. Okay. Da liegt ein luftgetrockneter Schinken drauf, auch aus Italien, auch aus der Maremma. Ein Wildschweinschinken, über mehrere Monate gereift. Und den schneiden wir jetzt mal auf. Dann Quatsch, ja, könntest du jetzt machen, ne? Du kennst dich ja auch am mies, am blass aus, denke ich mal. Krieg ich hin, oder? Ja, du musst den Uhrzeigersinn drehen. Uhrzeigersinn ist rechts rum, oder? Ja, junge Frau.
Guck mal da. Soll ich's? Ja, das ist Brettchen drunter. Ach so, ja. Hm? Sieht schon herrlich aus. Ja, kann man auch ersetzen. Ne? Das ist gut, oder? Jede Schwungradmaschine, sage ich mal, hat große Vorteile. Mhm. Ist eine Garde oder was? Weil, ja. Ist eine ganze die längliche Maschine, die hat unwahrscheinlich viel Kraft. So, du presst den Schinken da durch und dann entstehen an der Schnittkante vorne entstehen Röstaromen durch die Hitze. Und bei der Schwungradmaschine ist die Geschwindigkeit und die Schärfe vom Blatt so eingestellt, dass keine Temperatur entsteht. Und das ist der Geschmack nicht verfälscht. Na, probieren wir mal. Kannst du mal gespannt. Wie viele deutsche Haushalte haben eine Berkel zu Hause stehen? Prozentual. Es wird immer mehr. Lecker. Also Aufschnittmaschinen kommen jetzt, klar, werden viele. Brotmaschine kennt ja jeder, hat jeder zu Hause. Der eine in der Schublade, der andere auf der Theke. Aber so eine Berkel ist halt so ein Schätzchen in der Küche. Das stellt man auch mal gerne wie so eine Espressomaschine einfach mal auf den Tisch. Und man freut sich darauf, dass man halt ein kleines Wohnambiente hat. Und so hat man schnell zu Hause eine kleine Barista-Ecke, eine kleine Vorbereitungsecke, so macht man sich zu Hause schön. Das hat man jetzt in der Pandemie gemerkt, letztes Jahr auch schon, dass die Leute in dieses so ein Cocooning fallen. Mhm. Und dann halt sich zu Hause ganz besonders wohlfühlen wollen. Und Essen wird bewusster gekocht, ne? Wird bewusster gekocht, es wird Spaß einzukaufen. Ne? Ich habe gehört, dass die Winzer fast keinen Einbruch hatten durch die geschlossene Gastronomie, weil zu Hause die doppelte Menge getrunken wurde. Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, da gibt es getrennte Meinung. Mhm. Also ich lebe ja von der Gastronomie und habe viele Kunden und es war für die Leute eine Chance, darüber nachzudenken, dass man bauen wir um, bauen wir nicht, modernisieren wir uns, digitalisieren wir uns und ja. War das jetzt eine Minute, oder? Ja. Und das machen sehr, sehr viele Leute gut, aber mir tut es auch in der Seele weh, wenn Leute gerade in der Zeit anfangen, die haben es schwer. Der eine baut dann ganz schnell mal einen Foodtruck und sagt dann, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Spontane neue Ideen, die jetzt kommen, die auch wieder Menschen erreichen. Ja. Haben wir mitgeschafft, eine Viertelstunde den Wein leer zu trinken. Aber eine halbe Flasche ist auch schon gut, oder? Wir haben 8 Sekunden. Haben wir draußen darüber gesprochen, immer. Wäre eine Leichtigkeit für dich, oder? Ich habe versagt, aber nicht. Ah, der riecht schon toll, ne? Toller Wein. Das war's? Perfekt. I've fallen in.
Abend, herzlich willkommen in unserem digitalen Reisebüro, was wir hier kurzfristig heute in die Scola gelegt haben. Unser Büro befindet sich auf dem Hügelchen, das ist das TUI Reisecenter und ich bin die Gabi Tolle. Ich bin Geschäftsführerin und habe heute Abend mitgebracht den Mario Meuer und den Jörg Fraß. Hallo. Wir haben uns heute mit unserem Kunden vernetzt. Und zu dem Video, was wir gerade zum Einstieg gesendet haben, es sollte einfach nur eure Emotionen wecken. Wir warten alle, dass es bald wieder losgeht, dass wir reisen können. Wir stehen in den Startlöchern und das für euch. Okay. Und ja, also ich wollte kurz erklären, was bei uns die Digitalisierung bedeutet. Wir werden also in den nächsten Wochen soweit sein, dass wir per Live-Chat Kundenberatungen durchführen können und unter anderem auch ist geplant, Kundeninformationsabende zu euch in die Wohnzimmer zu senden. Das zum Thema Vernetzung. Ich leite jetzt mal weiter an den Mario und an den Jörg, die jetzt ein paar Urlaubsziele besprechen möchten. Ja, vielen Dank. Also getreu dem Motto Andernach vernetzt haben wir natürlich heute einen langjährigen Kunden zu Gast, den Jörg. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Jetzt hast du ja schon einige Urlaube mit uns unternommen. Hm. Erzähl doch mal. Genau, richtig. Also gerne erinnere ich mich an den letzten Urlaub zurück, letztes Jahr auf Zypern. Das war auch ein Urlaubsziel, das habt ihr mir empfohlen, was ich nie auf der Platte hatte, so ehrlich gesagt. Und ja, volle Überraschung. Und das war, ja, um genau zu sein, schon zu Beginn der Pandemie letztes Jahr, wo alles noch ziemlich unsicher war, wo keiner wusste, wie wird der Urlaub sich entwickeln. Und ich war in dem TUI Blue Resort und das war wirklich der Hammer. Also der Urlaub war einfach richtig gut und perfekt ausgestellt für meine Bedürfnisse auch einfach. Man konnte halt viel Adventures machen auf der Insel, also Quad-Tour oder auf irgendwelchen Lianen ins Wasser springen, das war halt ziemlich genial und da hat Corona auch keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, wie hast du das mit den Hygienemöglichkeiten vor Ort erlebt? Also sehr gut, das war ja immer so eine Sache, wo jeder daran gezweifelt hat, ob das die Qualität des Urlaubs beeinträchtigt. Ja, vor Ort wurden wir halt immer, es gab an jedem Eingang zu jedem Raum, zum Frühstückssaal oder zum Restaurantbereich, musste man immer Fieber messen, das wurde halt, also nicht an der Stirn, sondern es war so eine Apparatur und das hat wunderbar funktioniert und dann wurde halt deine Körpertemperatur gemessen und dann musstest du mit Bedienservice an deinen Tisch gebracht werden. Und hast du das irgendwie als lästig empfunden oder? Es war am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber ja. Am Ende des Tages gewöhnt man sich daran. Das ist gar kein Problem. Ja. Die Auswahl vom Buffet her war auch ein wenig eingeschränkt, aber es war trotzdem sehr viel Auswahl da. Es hat vollkommen ausgereicht. Und das Besteck zum Beispiel war halt immer einzeln verpackt. Das lag nie auf dem Boden. Mhm. Man musste sich natürlich überall die Hände desinfizieren. Mhm. Also wir gehen auch davon aus, dass das in den nächsten Monaten so bleiben wird. Aber es wird einige Ziele geben jetzt zum Sommer, die sich öffnen für den Tourismus. Und wie gesagt, wir stehen in den Startlöchern. Definitiv. Hast du denn ein diesjähriges Reiseziel? Ja, noch nicht wirklich. Mhm. Ich schaue mir so wie wahrscheinlich ganz Deutschland auch die Situation an, die sich ja auch täglich ändert. Es ist auch nicht so einfach für einen selbst zu verstehen, wo welche Vorschriften jetzt gelten. Deswegen bin ich immer so froh, zu euch zu kommen. Ihr habt immer alles im Blick und wisst immer ganz genau, welche Vorschriften gelten und habt immer tolle Tipps übrig. Und ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Aber auf jeden Fall hätte ich gern Sonne. Ja, also ich habe mal gehört, Madeira würde dich interessieren auch. Ja, der Mario war nämlich schon mal auf Madeira. Genau, über Madeira kann ich dir auch eine ganz tolle Reise ausarbeiten. Okay. Also wenn dich das Reiseziel interessiert, komm vorbei. Ja, Madeira ist doch so eine Rentnerinsel, sagt man immer. Nein. Okay. Das ist ein Mythos, aber wird gesagt. Für Wander- und Aktivurlaube natürlich ideal. Strände gibt es dort eher weniger. Viele Badeplateaus und das macht natürlich für Familien die Insel etwas uninteressanter. Aber dennoch ein tolles Reiseziel. Jetzt haben wir ja eben am Anfang des Clips ein tolles
ein tolles Video gesehen über Namibia. Ja, also das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Also ich habe das Video natürlich auch gesehen und was mir da auffällt, ist die Vielfalt. Also man kann halt viel unternehmen, man hat unterschiedliche Landschaftseindrücke. Ich meine, ja, also Namibia ist mein Steckenpferd. Ich gehe seit 8 Jahren immer mit Gruppen nach Südafrika oder Namibia. Habe auch für dieses Jahr wieder eine Reise für November geplant. Und es gibt kaum ein Land, was so vielseitig ist und so viele Möglichkeiten bietet, gerade für jüngere Leute. Du bist sehr sportlich. Ja, also ich würde auf jeden Fall gerne in diese, wie heißt diese eine Wüste da? Wo diese, in Sossus Fly. Ja, genau. Also das wäre zum Beispiel genau mein Ding. Dann kommt man wahrscheinlich auch nicht so einfach hin. Dann muss man irgendwie wahrscheinlich hinlaufen über mehrere. Ja gut, also Namibia ist eigentlich ein klassisches Selbstfahrerland. Man fährt mit Allradfahrzeugen. Mhm. Man muss halt die Tagesetappen genau kalkulieren, dass man also nicht länger als 250, 300 Kilometer am Tag hat, damit man da, wo man ankommt, wirklich auch noch was vom Tag hat. Sei es eine Wanderung, sei es eine Buschmann-Wanderung in der Kalahari, sei es eine Quad-Tour im Sossus Fly, also von der dieses Sossus Fly, die Dünen dehnen sich bis zum Atlantik. Mhm. Namibia hat eine unheimlich lange Atlantikküste und da ist eigentlich Abenteuer vorprogrammiert. Also man kann eine Quad-Tour machen, man kann eine Katamaran-Tour machen in Walfish Bay. Ich hatte das Glück, im Januar diesen Jahres einen 2,5-stündigen Flug über die Dünen des Sossus Fly zu machen und das war mit das Beeindruckendste, was ich also je erlebt habe. Also ich kann dir gerne Tipps geben, komm vorbei. Mhm. Und wie ist es da jetzt im Moment mit Quarantänebestimmungen? Also derzeit ist es so, es ist halt nur als Risikoland eingestuft. Mhm. Es reicht der gültige PCR-Test, der darf nicht älter als 72 Stunden sein. Wir hoffen halt, dass die Quarantäne auch bald aufgehoben wird. Also ich war tatsächlich nach meiner Rückkunft in Quarantäne, habe mich dann aber auch freigetestet. Und die Erfahrung von auf diesen 4 Wochen, in denen ich unterwegs war, also es war ganz unkompliziert. Auch da morgens, man bekam halt automatisch eine Fiebermessung, bevor man ins Restaurant ging. Und ansonsten konnte man sich frei bewegen. Und ich glaube, Freiheit ist das, was wir uns alle am meisten im Moment wünschen. Ja, also Namibia oder überhaupt dieses südliche Afrika, Botswana, Simbabwe, Sambia kann ich absolut empfehlen. Bei den anderen Ländern dauert es wahrscheinlich noch ein paar Monate länger, bis die sich öffnen, aber Namibia geht schon jetzt. Ja, genau. Ja, ja, super. Freiheit ist natürlich auch ein super Stichwort. Da gibt es die TUI-Flex-Rate, also auch für Kurzentschlossene können wir da die TUI-Flex-Rate anbieten. Das heißt, bis 14 Tage vorher Vorreisebeginn kann man die Reise kostenfrei stornieren, grundlos. Und somit ist man natürlich auch für den Sommer sehr flexibel unterwegs. Ja, ja, also das wäre zum Beispiel ein Punkt, der für mich und wahrscheinlich für alle anderen auch wichtig ist, die Flexibilität da zu haben. Die ist gegeben. Und interessiert dich auch eventuell eine Kreuzfahrt? Also wenn du jetzt im Moment noch nicht genau weißt, was du im Urlaub vorhast, käme das auch in Frage? Eine Kreuzfahrt habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber bekomme, das ist immer so interessant, es gibt immer, was ich so sehe, pro Kreuzfahrt oder diejenigen, die voll dagegen sind. Aber was ich beobachtet habe, diejenigen, die dann mal aufs Schiff draufgegangen sind, die waren dann on fire und wollten einfach nie wieder runter. Deswegen würde ich mal gerne sehen, wie wirklich auch mal eine Kreuzfahrt ist. Ja, denn der Kreuzfahrttourismus öffnet sich. Okay. Wir haben halt auch kleine Schiffe im Programm. Also wenn jetzt jemand nicht diese Massen haben will, gerade die Schiffe von Hapag-Lloyd, die exklusiven Expeditionsschiffe, die werden maximal mit 200 Leuten belegt. Und ja, also führt zum Teil in Ziele nach Spitzbergen, Nordlandreisen haben wir. Wir haben Grönland in diesem Sommer schon und das wäre halt auch was, was dir sicherlich auch gefallen könnte. Wobei wir die komplette TUI Cruises Flotte persönlich kennen. Ja. Wir kennen da alle Schiffe auch persönlich und können da auch je nach Wunsch dann auf die ganzen. Ja. Und für welchen Zeitraum wäre das dann immer? Ist das dann je nach Route, 1-2 Wochen oder wie planen wir das? Es gibt auch blaue Reisen, die
Beginn, ich sage jetzt mal so Schnupperkreuzfahrten, ab 3 Tage, mal kurz durch die Ostsee, also einfach mal um das Schiff kennenzulernen, um mal zu schauen, ist eine Kreuzfahrt was für mich und möchte ich dann mal eine asiatische Kreuzfahrt machen mit auch Singapur und Thailand, also da gibt es ganz tolle Alternativen. Asien war ich generell, bin ich auch noch nicht so erfahren, das wäre vielleicht auch was, aber da weiß ich überhaupt gar nicht, wie die Möglichkeiten sind jetzt gerade. Also ich weiß, Singapore Airlines fliegt, also Singapur als Reise an sich wäre machbar, ohne Frage. Das hat sich schon sehr, sehr früh geöffnet. Aber alle anderen Ziele, weil wir Singapur natürlich gerne als Knotenpunkt oder Drehkreuz nehmen für Thailand, für Indonesien mit Bali, für Hongkong, egal was, nach Korea, man kann halt überall hin, aber auch da wissen wir nicht, wann sich das wieder öffnen wird. Also auch da hoffen wir aufs zweite Halbjahr und die Wintermonate, also wir können jetzt schon anfangen, auch für den Winter zu buchen. Ja. Genau. Und innerhalb Europa, sagen wir mal, ich habe jetzt gelesen, Italien lockert teilweise wieder. Ja, da müssen wir auf die Bestimmungen einfach täglich abwarten. Also im Moment ist es so, dass also eigentlich bis Ende Mai erstmal alles abgesagt wurde, wieder von Seiten der Veranstalter. Ja. Auch da dieser Sicherheitsaspekt, da geht keiner heutzutage mehr ein Risiko ein, dass irgendwelche Leute aus irgendwelchen Gebieten zurückgeholt werden müssten. Aber auch das ist eine Sache vielleicht noch von einem Vierteljahr. Und ich denke, je mehr Leute die zweifache Impfung haben, umso leichter wird es. Und innerdeutsch könnte man schon nach Sylt fahren und nach Bayern. Österreich geht auch wohl jetzt ab Juni und ja, und Schritt für Schritt, also es ist ein ich sage jetzt mal, ein Schimmer am Horizont für unsere Branche, weil wir haben lang genug, glaube ich, gewartet und viel gearbeitet, weil wir halt die ganzen Rückabwicklungen gemacht haben. Ja. Also wir freuen uns sehr über eure Anfrage und sind schriftlich und telefonisch aktuell zwischen 10 und 13 Uhr im Haus und bald natürlich auch wieder persönlich. Und per E-Mail immer. Und wir haben auch eine Internetseite unter Andernach 1, also TUI Reisecenter Andernach 1. Da könnt ihr auf unserer Internetseite Reiseberichte lesen und aktuelle Informationen auch nochmal. Ich habe auch nochmal was zu Corona-Bedingungen da eingestellt. Und ja, wir freuen uns auf euch und nehmen gerne alle Buchungswünsche entgegen. Danke, Jörg, dass du extra heute Abend gekommen bist. Gerne. Danke, Mario. Sehr gerne. Und einen schönen Abend. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss. Seid ihr lustig? Ist noch gar nicht live. Ein bisschen mal. Ihr seid nicht live? Ja, ist ja gut. Ein Glas im Wasser. Dankeschön. Okay. So, das sind wir. Dann kannst du dich anstellen. Dankeschön. Und geht los. Hallo, mein Name ist Meta Turan. Ich bin Designerin und Inhaberin der Turan-Manufaktur und auch von Miparti. Und ich habe mich heute mit Sarah Henke vernetzt, Sterneköchin und Küchenchefin vom Joso. Ich finde es toll, dass es so unkompliziert geklappt hat mit dir. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich mit dir hier sein darf. Ja. Genau, ich bin auch schon mitten im Geschehen. Ja. Ich habe heute Abend eine vegetarische Sushi-Rolle mitgebracht. Das ist quasi Zucchini, die wird ein bisschen angebraten. Dazu kommt dann noch süß-sauer eingelegter Rettich. Die Zucchini, die Zucchini wird ein bisschen mariniert noch mit einer scharfen Marinade und dann nachher noch ausdekoriert. Das zeigen wir dann einfach. Ja, super. Ja, genau. Ich freue mich ja total, dass ich ein Kleid von dir anhaben darf. Genau, also die Sarah hat sich einfach auch ein Kleid bei mir ausgesucht, weil wir reden über Sushi, über Essen, über Mode.
Genau. Fühlst du dich wohl in dem Kleid? Ja, also ich finde es super schön. Vor allen Dingen, weil es jetzt auch so von den Farben so ein bisschen facettenreicher einfach ist und nicht einfach nur so eine Farbe hat. Das macht es halt total interessant. Ich finde das mit dem Kragen halt sehr schön. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass man das jetzt nicht nur als Kleid tragen kann, sondern es halt auch, wie du meintest, ein bisschen kombinieren. Als offenen Mantel, dass man es irgendwo drüber zieht oder so. Genau, richtig. Genau, es ist ein Mantelkleid und man kann es als Kleid und als Mäntelchen drüber werfen. Von daher hast du da Variationsmöglichkeiten. Das ist reine Seide und weil es changiert, weil es aus zwei verschiedenen farbigen Garnen gewebt ist und dadurch hat man so diesen Changé-Effekt. Ja. Ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, also ich gehe zwar gerne, glaube ich, shoppen, aber ich habe null Vorstellung davon, wie so eine Designerin quasi von Anfang an, also wenn man den Entwurf hat und wie lange es dann tatsächlich dauert, bis dann so ein Kleid dann in deinem Laden hängt. Ja, das, man fängt eigentlich mit Entwurf und mit den Vorarbeiten ein Jahr im Voraus schon an. Das heißt, als Designer geht man auf eine Stoffmesse und da sieht man neue Garne, neue Stoffe, die neuen Farben werden dort präsentiert und auf dieser Stoffmesse bestelle ich immer meine Muster. Mit diesen Mustern fange ich dann an, überhaupt über Entwurf zu gucken, werden Musterkollektionen erstellt. Und diese Musterkollektion können dann Händler dann auf Messe oder in Showrooms ordern. Und da hört eigentlich meine Arbeit auf. Und dann bekommen die Händler das nach einem halben Jahr in das Geschäft. Das heißt, der Designer arbeitet ein Jahr im Voraus und hat eigentlich bei der Messe schon damit abgeschlossen. Und während, die Händler das für sich bestellen, fängt der Designer schon an, wieder für die nächste Saison zu arbeiten. Ja. Also wir arbeiten wirklich ein Jahr im Voraus, bis der Kunde den Entwurf sieht, den ich vor einem Jahr gemacht habe. Das dauert dann ein Jahr, bis es dann im Laden ist. Hätte ich nicht gedacht, dass das so eine lange Zeit ist. Es gibt aber auch Flash-Kollektionen. Also dein Kleid ist zum Beispiel aus einer Hauptkollektion. Das, was ich anhabe, ist Flash-Kollektion. Das habe ich jetzt auch vor kurzem entworfen. Das geschieht ganz schnell, also innerhalb ein, zwei Monaten. Das schiebt man immer wieder so in der Saison durch. Da macht man das ein bisschen mehr angepasst an die Trends oder an die saisonalen Geschichten. Und das geschieht dann zwischen so ein, zwei Monaten. Und weil ich aber eine eigene Manufaktur habe, kann ich ein bisschen schneller agieren. Aber das wären so die normalen Rhythmen quasi. Ja, genau. Okay. Und ich werde ja auch ganz oft gefragt, so ja, wie komme ich denn auf neue Gerichte oder wo lasse ich mich inspirieren oder hole mir die Ideen her? Wie ist das bei dir? Das ist, ich sag mal, der Designer braucht ja immer so visuelle Anreize. Bei mir ist es eher so, dass ich eine Stimmung brauche. Entweder bin ich in einer anderen Stadt und hole mir so ein bisschen Stimmung von dieser Stadt oder ich habe meinen visuellen Anreiz durch eine Ausstellung, Kunst und, aber ich brauche immer Musik dazu. Also ich muss wirklich Musik hören und dann gerate ich so in so eine Stimmung, am liebsten The Doors zum Beispiel. Okay. Das ist richtig. Und dann in dieser Stimmung kommst du dann halt wirklich so in so eine Phase, wo du anfängst, Ideen auszubrüten, zu entwerfen und. Deswegen kann ich nie sagen, ich gehe jetzt ins Büro und ich entwerfe. Das funktioniert bei mir nicht. Manchmal habe ich auch wirklich um 3 Uhr nachts vielleicht eine Vorstellung oder eine Idee und dann muss ich das auf Papier bringen. Ja, genau. Ja. Aber du hast eben gesagt, du wirst ja auch gefragt. Mich würde jetzt interessieren, wenn du sowas, so ein Rezept erstellst, geschieht das bei dir im Kopf oder experimentierst du? Also hast du diese Aromen schon so ein bisschen als Idee schon im Kopf, wo du sagst, in die Richtung möchte ich gehen? Oder wie geschieht das denn bei dir, dass du also ein neues Rezept findest? Ich glaube, bei mir ist es eher, dass ich auf jeden Fall so der theoretische Koch bin erstmal. Mhm. Also dass ich mir das wirklich so im Kopf erstmal zusammensetze, so ich möchte gerne Reh verarbeiten, welches Gemüse passt dazu oder welche Beilagen kann ich dazu machen und welche asiatischen Aromen verbinde ich dann noch mit diesem Reh, damit es halt dann super interessant wird. Mhm. Oder jetzt zur Spargelzeit, so wie können wir den Spargel verarbeiten und dann ist das aber erstmal alles so theoretisch. Und ich glaube, so die Erfahrung bringt es dann ja auch mit sich,
dass man schon ganz gut weiß, okay, die und die Aromen passen einfach sehr gut zusammen oder ich muss noch die und die Konsistenzen vielleicht mit einbauen, damit es dann für den Gast halt auch super interessant ist. Ne? Genau. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ja. Weil wir haben jetzt so viel geredet. Ich meine, derjenige, der jetzt wirklich mit zubereiten möchte. Ja. Du hast, genau, ich hatte jetzt der Sushi-Reis natürlich schon vorgekocht. Mhm. Dann haben wir das Nori-Blatt, da wird der Sushi-Reis dann drauf verteilt. Mhm. Dann wird das Blatt umgedreht. Dann habe ich halt die Zucchini-Scheibe rein, die Zucchini-Stange reingemacht, die angebratene, mhm. den süß-sauer Rettich. Und dann das Ganze eingerollt. Dann ist hier oben drauf halt ein bisschen Spinat. Jetzt kommt mhm. noch ein bisschen Deko drauf. Was ich halt auch gerade meinte mit der Textur, dass es halt auch mal wichtig ist, insgesamt ist die Rolle ein bisschen schärfer oder die Aromen von der vegetarischen Sushi-Rolle. Mhm. Jetzt haben wir hier Radieschen, die sind so süß-sauer eingelegt. Die bringen halt einmal nochmal diese Säure mit, aber halt auch nochmal so die Textur durch die Knackigkeit. Mhm. Also sieht schon mal echt visuell richtig schön aus. Ich liebe es auch, wenn Essen richtig schön aussieht. Ja. Und bei dir ist es ja auch so, auf deinen Tellern ist auch mal an der Kante so ein Punkt oder so ein Strich. Und ich habe gemerkt, dass jede Komponente wirklich so auch eine ganz tolle Geschmacksexplosion im Mund verursacht. Genau. Also man muss wirklich alles auf dem Teller bei dir probieren. Finde ich richtig, also ich bin richtig Fan. Das höre ich gerne. Ja, aber ich glaube, das macht ja so ein komplettes Gericht halt auch einfach aus, wenn man halt so viele verschiedene Geschmacksrichtungen hat und beim Essen immer wieder was Neues entdeckt und vielleicht auch, wenn man das eine mit dem anderen probiert, dass es dann nochmal irgendwie so eine ganz andere Geschmacksexplosion dann tatsächlich im Mund wird. Ne? Mhm. Ja. Ich meine, du bist ja Sterneköchin, du hast ja einen Michelin-Stern. Ja. Dein Mann ja auch. Mein Mann auch, ja. Das ist jetzt die Frage, jetzt werde ich persönlich. Wer kocht denn bei euch zu Hause? Beziehungsweise streitet ihr euch, wer jetzt zuerst kocht? Oder? Es gab, glaube ich, noch nie Streit darüber, wer jetzt kochen darf. Aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt aktuell, können wir ja nicht in unseren Küchen kochen oder dürfen wir nicht kochen, aber natürlich zu Hause wird jetzt täglich gekocht, was vorher auch nicht so gang und gäbe gewesen ist. Und da wechseln wir uns ab. Es wird fast wie so ein kleiner Plan erstellt und dann ist jeder immer abwechselnd dran. Und dann gibt es natürlich bei mir eher wahrscheinlich so eher die asiatische Richtung. Und der Christian kocht dann eher so die bodenständigere Küche. Ja, schön. Also schön strukturiert. Ja, schön strukturiert und immer abwechslungsreich. Es macht jetzt halt auch sehr viel Spaß, dann auch zu Hause zu kochen, weil man es ja beruflich leider gerade nicht ausüben kann. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn ihr wirklich arbeitet, dann weiß ich gar nicht, kocht ihr dann überhaupt dann viel zu Hause? Weil ja, ich glaube eher weniger. Ich glaube, vorher haben wir es dann auch einfach genossen, uns mit Freunden zu treffen und dann halt auch selber essen zu gehen, ne, zu anderen Kollegen oder so. Ja. Bist du denn, weil Köche sind ja oft hinter den Kulissen, bist du denn gerne hinter den Kulissen? Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es spannend ist, die Gäste also vorne zu bewirten, zu sehen, wie die reagieren und. Also, Ich glaube, die Mischung gerade als Koch macht es halt aus oder jetzt auch bei uns jetzt im Restaurant. Also A, haben wir ja eh eine offene Küche in Anführungsstrichen, weil halt eine Fensterscheibe halt den Gastraum zur Küche trennt und man kann halt so immer dieses direkte Feedback sehen. Ich glaube, das macht uns Köchen halt auch unheimlich Spaß, wenn du halt merkst, dass das, was du auf den Teller gebracht hast und die Leute sind halt einfach glücklich. Oder das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn du eine Kundin hast bei dir und dann hat die irgendwie, so wie ich jetzt auch, das tolle Kleid an und fühlt sich dann halt irgendwie total toll dann auch oder noch viel schöner da drin und hat wirklich Spaß mit dem, was sie dann bei dir in einem Geschäft gekauft hat. Ja. Also ich mache das ja jetzt schon seit 18 Jahren und jedes Mal, wenn ich irgendeine Kundin auf der Straße mit meinem Kleid sehe, dann freue ich mich wie so ein kleines Kind, wo ich denke, eigentlich muss ich mich ja jetzt dran gewöhnen, aber es ist, es ist immer noch schön. Ich finde es sehr spannend. Ja, ich glaube, das ist ja auch, was wir ja auch nie verlernen sollten, ne? Oder dass es halt so zur Normalität wird, sondern ich glaube, das ist ja so immer der Anreiz oder halt auch so diese Motivation und der Ansporn halt wirklich immer wieder auch was Neues zu kreieren. Ja. Also ne, du bist ja dann genauso kreativ, wie wir als Koch kreativ sein müssen. Und deshalb finde ich auch irgendwie so Mode und Essen hat so ganz viel gemeinsam. Also man kann einfach essen gehen, ne? Das sättigt einen oder man sitzt halt mit dem
Baumwoll-T-Shirt und der Jogginghose auf dem Sofa. Mhm. Aber man kann sich dann halt auch tatsächlich halt richtig schick anziehen und man hat dann ja auch gleich ein ganz anderes Lebensgefühl irgendwie. Ne? Mhm. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir vielleicht viele Sachen nicht machen können, ist es, glaube ich, sich auch wirklich dann mal schick machen zu können, ist das, glaube ich, echt wirklich so ein Stück Lebensqualität. Und ich habe mich heute auch total gefreut, das anzuziehen. Ja, schön. Weil sonst ist es ja, glaube ich, eher so das Baumwoll-T-Shirt auf dem Sofa. Ja, gut, genau. Ja. Man hat ja jetzt weniger Möglichkeiten. Genau. Super. Ist genau, es fertig? Es ist fertig. Wow. Wenn du möchtest, es ist noch ein bisschen mit Erdnuss. Ja. Eine Miso-Mayonnaise ist noch drauf und Teriyaki-Soße. Okay, jetzt musst du mir auch sagen, ob ich das richtig halte. Ja, also ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine eigene. Ja. Du machst es von, ja, ich mach's so. Also anders kriege ich es auch nicht hin. Ja. Verzeiht mir bitte. Ich probiere es jetzt. Ja. Am besten hältst du ein bisschen deine Hand runter, nicht, dass da noch ein Unglück passiert. Ja. Sehr lecker. Süß-säuerlich. Genau, jetzt hat man halt auch so diese Geschmacksrichtung, was halt auch so die Joso-Küche ausmacht. Ne? Man hat ein bisschen Schärfe, die eine ganz große Rolle spielt. Man hat die Textur, dann hat man halt die Säure, die Würzigkeit und halt auch so noch ein bisschen die Süße. Ne? Total und das Ganze lecker. Vegetarisch. Also, ja. Also da würde man jetzt auch nicht sagen, oder ich sage auch nicht, da fehlt mir jetzt irgendwie Fisch oder Fleisch, was ja auch sehr gut ist. Ja, echt super lecker. Knusprig, das finde ich echt total schön, dieses Drumherum. Und visuell richtig, richtig schön. Also ich kann mir das super schön vorstellen, wie du das anrichtest. Sehr schön. Ich probiere noch eins. Ja. Aber ich glaube, das macht ja auch, oder ist ja, glaube ich, auch das Gleiche dann mit der Mode. Also man geht ja dann auch natürlich viel, dass man halt erstmal so sieht, also wie sieht das Kleid aus. Aber im Endeffekt muss das Kleid ja auch passen. Oder du hast dich ja auch schon drauf gefreut, so was antworte ich jetzt, wie fühle ich mich in dem Kleid. Ne? Mhm. Ich glaube, beim Essen ist es ja genauso. Also es kann ja noch so schön aussehen, aber wenn ich es dann esse und es schmeckt nicht, weil es vielleicht dann nur eine ganz cremige Konsistenz hat oder die ganzen Aromen gar nicht zusammenpassen, dann macht das schönste Essen, bringt einem ja nichts. Ne? Ja, natürlich. Aber wenn man es dann so vollenden kann, dass dann nicht nur das Kleid schön aussieht, sondern es sich super gut tragen lässt, ja. Ja, ich finde es auch gut, wenn der Kunde sich in dem Kleid wohlfühlt, es aber auch den Charakter unterstreicht. Ne? Ja. Also ich finde es nicht gut oder nicht schön, wenn jemand einfach etwas anzieht, weil es Mode ist oder weil es Trend ist. Es sollte definitiv zu dir passen und du zeigst es aber auch schon allein mit deiner Körperhaltung, wenn du dich wohlfühlst. Ja, und das finde ich eigentlich sehr wichtig. Ja. Ich finde, das sieht man dann auch. Ja, super. Sehr schön. Wir sind jetzt durch mit unserem Beitrag. Also super lecker und ja, danke, dass du dich mit mir vernetzt hast. Ja. Ich glaube, ja, mir hat es richtig Spaß dabei gemacht. Ja, super. Dankeschön. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Claudia Peter von der gleichnamigen Boutique Claudia Peter Mode und Schuhe hier in Andernach. Und mein Talkgast heute ist der Felix. Sie kennen ihn schon. Viele kennen ihn, manche vielleicht noch nicht. Felix Helf von der Schreinerei Helf, auch hier ansässig in Andernach in der Eisenbahnstraße. Viele fragen sich vielleicht wirklich, warum Felix heute hier ist. Wo findet die Vernetzung zwischen unseren beiden Unternehmen statt? Wie sind wir verbunden? Zum einen, denke ich mal, können wir verraten, ist das privater Natur? Aber natürlich. Aber natürlich, genau. Wir haben einen gemeinsamen Sport, den wir sehr lieben, das ist der Handball. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Was kommt? Und? Handball. Handball. Poste Pisser. Genau. Also das ist die vornehme Übersetzung für den Torwartposten. Ich selbst habe früher Handball gespielt im Tor und habe diesen Job sehr, sehr geschätzt. Und der Felix durfte auch schon ein paar Mal da drin stehen. Sein Bruder Joa übrigens trainiert hier in Andernach die erste Damenmannschaft, beziehungsweise es ist nicht die erste Damenmannschaft, sondern die einzige Damenmannschaft, die wahre Damenmannschaft. Und ich habe das große Vergnügen, die Torhüterinnen zu trainieren. Bevor wir jetzt ein bisschen weitersprechen, glaube ich, sollten wir ein bisschen was trinken. Es ist schon spät am Abend. Ich habe was vorbereitet.
Ich habe auch Durst mitgebracht. Die Menschen vor der Kamera können jetzt vielleicht mal raten, zu welchem Getränk Felix denn tendiert. Wir haben hier einmal ein leckeres Urbräu, einen Prosecco, eine Kiezmische aus unserem Geschäft auf unserem Kiosk in der Hochstraße. Das ist aber aufgefahren. Ein leckeres Wasser und einen edlen Prosecco. Felix. Natürlich das Wasser, natürlich das Wasser. Gib mir einen Flaschenöffner. Genau. Hola. Wir wollen gerne auf diesen Abend anstoßen, weil ich mich einfach gefreut, dass wir in dieser Art und Weise eigentlich unsere Unternehmen schon präsentieren dürfen, wollen wir aber heute gar nicht. Wir wollen ein bisschen plaudern. Ein bisschen plaudern, genau. Und einfach in dieser doch ein bisschen schwierigen Zeit gute Laune verbreiten. Prost. 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 Der First Friday ist seit vielen, vielen, vielen Monaten. Das ist aber lecker warm. Tut mir leid. Ja, ist nichts passiert. Seit vielen Monaten ja doch recht erfolgreich hier in Andernach. Wir dürfen heute die Online-Phase hier nutzen, um uns ein bisschen vorzustellen. Für mich einfach mal interessant zu wissen, ihr als Handwerksbetrieb, als Schreinerei, wie stark seid ihr betroffen von der Krise oder wie geht's euch da eigentlich momentan in der Schreinerei? Uns geht's gut. Uns geht's richtig gut, auftragstechnisch, wunderbar, alles ganz toll. Aber in der Hauptsache haben wir heute Betriebssport gehabt. Oh, das bedeutet? Wie jeden Freitag. Und ich grüße die Meute. Sehr schön. Ich muss mich da leider immer ausklinken. Also, geht's nicht? Willst nee, du geht nicht? Nicht mehr, geht nicht geht mehr, geht nicht mehr. So, okay. Jetzt bin ich entschuldigt für alle Ewigkeiten. Wunderbar. Nee, uns geht's wirklich wunderbar. Es ist tatsächlich mit einem wahnsinnigen Stress verbunden, weil es vielerlei Hinsicht zu viel ist, aber man soll nicht klagen und da tun wir auch nicht. Das ist schön. Der private oder die private Vernetzung durch das Handballtor, jetzt ist es raus, ist natürlich gegeben, aber auch unsere zwei Unternehmen sind verbunden. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Tür aufgeht und wenn eine Kundin reinkommt, die eure schönen Tüten, eure Shopper mit dem schönen Emblem der Schreinerei Helf mit dem Haar drauf mit reinbringt. Und tatsächlich, wenn sie dann bei mir fündig wird, was hoffentlich passiert, lässt es sich das auch in diese Tüte rein verpacken. Also daran sieht man schon auch mal, dass wir doch viele gemeinsame Kunden haben. Was würdest du sagen? Was könnte man sonst noch in der Verbindung sehen? Was hat Holz zum Beispiel mit Kleidung zu tun? Holz hat viel mit Kleidung zu tun. Also was unsere Betriebskleidung angeht, hat aber auch mit dem Umstand zu tun. Ach, es gab mal die Modezeitschrift Boda, da gab es Schnittmusterbögen drin. Richtig. Ja, konntest du Blüsken nähen. Ja. Ob der Blüsken dir nachher gefallen hat oder gestanden hat, das wusstest du dann noch nicht. Gell? Also da musst du schon sehen, dass du vielleicht auch einen Fachmann an die Hand kriegst. So, und bei uns ist es so, wir haben einen Konfigurator in der Schreinerei, wo du die Möbel selber entwerfen kannst, aber ob das dann nachher so passt, so toll ist für dich oder wie auch immer, dann holt man sich den Fachmann dabei. Ihr seid genauso Dienstleister, wie wir sind und wollt den Kunden glücklich machen. Genau. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist auch bei uns so. Und da zählt halt in erster Linie halt Beratung, Beratung, Beratung. Richtig. Zeigen, bemustern, immer wieder zeigen, fühlen lassen. Ganz genau. Das ist sicherlich bei uns in den Geschäften auch ein ganz großes Plus. Unsere lieben Kunden kommen zu uns, um einfach fühlen zu dürfen, um anfassen zu dürfen, um erleben zu dürfen. Wenn wir uns rühren in den Geschäften, dann berühren wir natürlich auch jemanden. Ja. Also das ist etwas ganz Normales, das ist der stationäre Handel. Ich würde mal fast sagen, der Offline-Handel. Ja. Wir haben es jetzt gesehen durch die Eröffnung unseres Kiosks. Jetzt in der Hochstraße haben wir eine Plattform oder vielleicht sogar die erste Plattform in Deutschland geschaffen für Händler,
im Offline-Bereich, tatsächlich im stationären Bereich. Das heißt, mehrere Händler haben sich zusammengeschlossen und durch ihre Beratung und durch diese Vielfalt an Produkten eben auch verschiedene Kunden jetzt angezogen. Das Schöne natürlich daran, dass man den Laden jetzt betreten kann, weil es ein Lebensmittelgeschäft ist, das ist natürlich alles nur ein Beiwerk. Aber einfach die Begegnung als solches, das beratende Gespräch als solches, der Spaß, die Freude, einfach, dass man miteinander sein darf, das steht doch im Vordergrund. Ja, und das machst du ja hervorragend. Oh, danke. Das Plus, was du da eben hast, das hast du ja bei weitem nicht ausgeschöpft in deiner Ausführung. Gell? Ja. Also, ja. Ich sehe eigentlich keine niedergeschlagenen Gesichter aus deinem Laden kommen. Das ist schön. Ja? Da bemühen wir uns natürlich auch. In der Pandemie, jetzt gerade in den schwierigen Zeiten, kann man schon sehen, dass wir uns auch noch mal überdenken, dass wir aber auch merken, dass wenn unsere ja doch so sehr treuen Stammkunden auch da sind. Was meinst du damit überdenken? Überdenken zum Beispiel, wie stellen wir ein Outfit zusammen? Wir sind ein Multilabel-Store, wenn man das so sagen darf, ein Multilabel-Geschäft. Das heißt, wir führen mehrere Marken, die wir miteinander kombinieren. Das macht dann den persönlichen Stil aus. Das schönste Kompliment einer Kundin ist, wenn sie sagt, Mensch, Frau Peter, Mensch, Frau Wart, Mensch, Frau Bittmann, wir können eigentlich schon sehen, dass sie immer ganz, ganz speziell auf mich zugeschneiderte Outfits zusammenstellen. Und oftmals wird dann einfach auch bestätigt, ich hätte niemals zu diesem Kleid gegriffen, ich hätte niemals diese Hose angefasst. Sie haben sie mir aber gegeben, ich habe sie für sie angezogen und tatsächlich, ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl drin. Das ist das schönste Kompliment, wenn man einfach über Stoffe sprechen kann, über Schnitte, über Formen sprechen kann, über eine ehrliche Beratung. Es tut mir manchmal sehr weh, aber wir sagen auch nein. Und aus einem ganz bestimmten Grund, weil die Kundin, wir sehen es ihr an, wenn sie sich komplett wohlfühlt in unserer Kleidung, wenn sie diese Kleidung nach außen trägt, was sie ja dann auch tut, und sie wird damit Werbung laufen, weil irgendjemand wird sie ansprechen, wenn sie in dieser Kleidung strahlt und wenn es ihr gut geht. Ja. Und deswegen möchten wir natürlich auch immer, dass es komplett ist, dass es perfekt ist. Und ein Alleinstellungsmerkmal. Sehr individuell. Sehr individuell. Da muss ich aber wirklich eine Lanze brechen. Wir haben gerade in Andernach haben wir so tolle Bekleidungsgeschäfte, die wirklich unterschiedliche Bekleidung anbieten. Ja. Das sagen uns immer wieder die Kunden auch, die von auswärts kommen. Ja. Ja. Wir verschicken jetzt zum Beispiel viel an Bodensee, wir haben viel im Köln-Düsseldorfer Raum auch Kunden, die immer wieder sagen, wir kommen auch gerne persönlich nach Andernach, weil wir haben so viele kleine verschiedene Geschäfte, die wir auch so aufsuchen können. Das bietet eine Großstadt nicht mehr. Aber nicht Online-Versand, also nicht Online-Verkauf? Nein, tatsächlich in der heutigen Zeit, und das meine ich eben auch mit Überdenken, diesen persönlichen Stil kann man mit dem Handy, man geht einfach mit der Kamera durch die einzelnen Outfits, die Kunden wissen, wir kennen ihre Konfektionsgröße, wir wissen ungefähr, mögen sie lieber Muster, mögen sie lieber einfarbig und so stellt man das zusammen, wir schicken es ihnen zu und tatsächlich ist so gut wie nichts zurück. Super. Könnt ihr online euch vermarkten? Geht das? Wie gesagt, Konfigurator, Möbel planen lassen, aber eigentlich... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja, kippe dir über den Ranzen. Also, das Friday Prosecco schmeckt sehr lecker, ich muss noch mal einen Schluck. Ja, trink du mal. Mhm. Nee, also online vermarkten, es geht nicht unbedingt. Klar, in Social Media, unser Andreas Kohlhaas da super betreut, funktioniert alles super, Leute kommen und habe ich gesehen. Sowas in der Art hätte ich gerne. Das klappt spitzenmäßig halt, gell? Aber du kannst nicht ein individuelles Möbel über einen Online-Verkauf. Richtig. Das geht nicht. Das geht nicht. Das mag vielleicht in Zukunft irgendwie, oder es gibt schon Ansätze von Mitkollegen, die versuchen halt, dass sie dir Holz fotografiert, dann tatsächlich so zusammenstellen kannst und da mache ich jetzt meinen Tisch draus. Aber das sind wirklich Anfang. Das wird es auch nie, nee, wird es nicht geben.
Da ist der Fachmann gefragt, da soll einer hinkommen und sagen, Mensch, hier, das Holz passt zu dir, der Stil passt zu dir, ich sehe dein Umfeld, boah, und hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, eher ein bisschen weniger. Ja, da wird es auch in Zukunft hinlaufen. Ja, und ich folge euch ja auch auf Instagram. Ich sehe dann immer wieder auch Einzelstücke, die ihr anfertigt, ja, die man sich dann auch, ja, sehr gut in einer Wohnlandschaft vorstellen kann. Wie sieht es bei euch aus mit der Vernetzung in Andernach? Ich kann mir natürlich vorstellen, ein Handwerker, der einen Auftrag erhält, braucht wahrscheinlich noch andere Fachleute. Kann ich das als Vernetzung so beschreiben? Genau so beschreibst du es richtig. Also, wenn man jetzt zur Zeit hat gerade einen Optiker, eine Optik Luxem hier in Andernach, der kriegt ein neues Ladenlokal. Und da ist nicht nur der Schreiner gefragt, gell, sondern da ist der Metallbauer, der Raumausstatter, da ist Licht, was in Frage kommt. Das sind so viele Gewerke, die arbeiten dann alle zusammen halt. Ja. Eine Gemeinsamkeit, genau. Der hat drei, vier Mädels angestellt. Und wo gehen die denn ihre Klamotten kaufen? Natürlich bei der Claudia. Genau, das ist eine Gemeinsamkeit, die wir natürlich haben, weil bei uns muss natürlich auch, wir sehen uns ja meistens ein Jahr oder sogar manchmal 14, 15 Monate zuvor die Kollektionen an. Wir suchen ganz speziell aus, aber da geht es wirklich... Fahrt ihr auf Messen? Auf Messen, genau, in den, meistens in den sogenannten Showrooms, also wirklich eine einzelne Firma. Ja. Wenn uns Materialien, Farben und so weiter nicht gefallen, es gibt, wir führen zwei Marken, die dann wirklich speziell auf unseren Wunsch Farben ändern, beziehungsweise Schnitte noch ein bisschen fitten, nennt man das, noch ein bisschen anpassen. Wir haben uns seit Jahren eigentlich jetzt schon einen Namen gemacht im Sommer für Kleider. Wir verkaufen sehr gut Kleider, weil wir immer eine sehr große Auswahl haben. Und im Winter sind es tatsächlich Jacken und Mäntel. Und bei dieser Spezialität möchte ich auch gerne bleiben. Und da muss aber das, was dann eben geliefert wird, auch passen. Das ist dann eben sehr schön. Deswegen gibt es bei uns auch viele Vernetzungen, ja, auch mit befreundeten Händlern aus anderen Städten, ja, die auch wieder ihre Erfahrungen mit reinbringen. Die sagen auch, bei einem Zweireiher brauchen wir nur zwei Knöpfe. Nein, das hätte ich nicht gedacht. Auf drei Knöpfe, genau. Also wird sehr, sehr viel ausgetauscht. Man darf sich das nicht vorstellen, da ist ein Ladengeschäft, da hängt irgendjemand irgendwelche, ja, Klamotten rein. Geht und man von aus als Laie. So sieht es, ja, aus, genau. Aber das, was drumherum ist, macht eigentlich fast genauso viel Spaß, weil es ist die Vorbereitung. Ja. Ja, es ist die Vorbereitung und die Krönung, muss man wirklich sagen, ist dann tatsächlich, wenn die Kundin zufrieden und glücklich aus dem Geschäft rausgeht. Es gibt Zeiten, wie jetzt vielleicht auch wirklich das letzte Jahr, wir möchten jetzt gar nicht über Wirtschaftlichkeit sprechen, grauenvoll. Da denkst du dir manchmal, wie es auch in unseren Umkleidekabinen steht, ich schmeiß alles hin und werde jetzt Prinzessin. Dann überlege ich mir, ob das Prinzessinnen-Dasein denn unbedingt steht so nicht schön ist. Ich glaube auch nicht. Da stehen wir lieber im Handballturm. Steht dir nicht, genau. So ist es. Und dann denke ich mir oft wieder, wie schön es ist, in Andernach zu sein. Aber ich denke, ihr seid eine Andernacher Familie. Du wirst mir das genau, bestätigen, so ist es, können. Wir sind tatsächlich vor vielen, vielen Jahren nach Andernach gekommen. Durch den Job von meinem Mann wollten wir hier zwei Jahre bleiben. Liebe Grüße auch an den Jens. Ja, genau, liebe Grüße. Wollten wir zwei Jahre bleiben und jetzt werden es tatsächlich im Juni 20 Jahre. Pau. Also so alt wird kein Kuh in der Eifel, Wahnsinn. Bei uns, ja, hat man früher gesagt, so alt wird keine Sau, genau so, ja, ist es. Aber es gefällt uns hier eben sehr gut in Andernach. Kann ich verstehen. Und was jetzt wirklich die Händlerlandschaft hier in Andernach betrifft, kann man noch vieles entdecken und es kommen immer mehr dazu. Ja. Ich sehe gerade, die Zeit geht langsam wirklich zu Ende. Das ist aber schade. Das ist sehr, das schade. Das ist schade. Ja, das ist sehr schade. Mir bleibt eigentlich nur noch herzlichen Dank zu sagen. Ich wollte noch ein paar Fragen loswerden, aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich wünsche allen da draußen ganz, ganz viel Freude noch mit den nachfolgenden Beiträgen und einen wunderschönen Abend und bis bald mal. Vielen Dank. Danke. Hast du gut gemacht. Hallo und herzlich willkommen
zur nächsten Live-Vorstellung. Mein Name ist Max Thiele, ich bin 27, nee, mittlerweile sogar 28 Jahre alt, ich vergesse das ab und zu mal, ist noch nicht so lange her. Ich bin in Vertretung heute für den Johannes Asenmacher hier und möchte euch ein bisschen über die Firma Asenmacher erzählen und vor allem habe ich jemand ganz Interessanten mitgebracht und zwar ist das der Felix. Hallo Max. Und wir würden mal kurz mit so einer ganz kleinen Fragerunde starten, ja, damit man den Felix auch mal ein bisschen besser kennenlernt. Felix, du heißt wie ganz genau? Felix Hickmann. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 21. Relativ jung, würde ich sagen. Und noch. Schon hier vor der laufenden Karte. Respekt. Felix, was ist denn dein Beruf? Also ich bin gelernter Landwirt. Ich habe die Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen und momentan studiere ich noch Landwirtschaft. Und da bin ich momentan dran, ja. Okay. Und wo studierst du das, Felix? Ich studiere in Bayern bei der Hochschule Weinstephan-Triesdorf in Triesdorf. Okay. Ja. Felix, hast du noch Geschwister? Genau, ich habe noch eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder. Und die beide haben auch sehr viel Spaß in der Landwirtschaft. Also eine richtige Bauernfamilie. Ja, kann man so sagen, ja. Sehr cool. Felix, was ist denn deine Lieblingstraktormarke? Natürlich John Deere. Keine Frage. Sieht man immer, wenn man nach Karlsruhe runterfährt. Genau. Und dein Lieblingstier, Felix, was du einmal essen würdest, was wäre das? Ja, bestimmt nicht der Mehlwurm. Ich esse sehr gerne Schwein. Bietet sich ja auch bei dir an. Ja. Ja, cool. Ansonsten, Felix, trinkst du lieber Bier oder lieber Wein? Natürlich Bier. Es ist ganz heute klar. Ein bisschen schlecht, weil wir werden gleich einen leckeren Wein verkosten, aber das ist ja schon mal eine Aussage. Es geht auch. Gut, Felix, jetzt aber, warum will ich heute eingeladen haben? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema und auch ein spannendes Thema. Und ich wollte einfach mal von dir wissen, was machst du, wo kommst du her, was ist so deine Leidenschaft oder deine Passion auch in der Landwirtschaft? Genau, also kurz mal ein bisschen zu mir. Also wir haben daheim einen landwirtschaftlichen Betrieb, das ist ein Familienbetrieb und mit mir und meinen Geschwistern sind wir dann in der vierten Generation und ein bisschen zum Betrieb. Wir haben Ackerbau, Schweinemast und Biogas und haben zwei Standorte, einmal in Pleit und einmal in Lonnich, das ist in Richtung Ochtendung. Und dazu kann man noch sagen, wir haben auch noch, meine Oma führt noch einen Hofladen daheim, da vermarkten wir noch selber die eigenen Kartoffeln. Genau, aber Hauptthema heute ist ja ein bisschen so die Schweinehaltung, kann man sagen. Und das ist bei uns relativ interessant. Wir haben ja zwei Standorte und da haben wir ein besonderes System, weil wir füttern unsere Schweine mit Altbrot. Das Brot fahren wir hier in der Umgebung, sammeln wir das ein von den Bäckereien. Also das ist das Brot, was dann abends in der Theke liegen bleibt und nicht mehr verkauft werden kann. Das wird dann eingesammelt und damit füttern wir die Schweine. Das ist dann auch eigentlich so ein guter Nachhaltigkeitsaspekt, weil dann muss dann nichts weggeschmissen werden. Und dann gehen wir hin, die Gülle von den Schweinen, die kommt in die Biogasanlage und nachher das Gärrest. Das wird dann wieder auf die Felder ausgebracht und dient den Pflanzen als Dünger. Also haben wir da schon so nahezu so eine Kreislaufwirtschaft, kann man sagen. Ja, aber auf den Feldern, was baut ihr denn da genau an? Das ist ganz klassisch Getreide, Gerste und Weizen und auch noch Raps und noch etwas Mais. Und halt natürlich auch die Kartoffeln, auch wenn das nur ein bisschen Nebensache ist. Das ist eher so ein Hobby, wenn dann die Kartoffeln durch. Ja. Und die anderen Produkte, gehen die dann in die Bäckereien oder wofür benutzt ihr das? Also du hast ja gesagt, ihr produziert Weizen, Gerste, Raps. Was wird denn damit genau gemacht? Genau, also die Gerste, die wird an die Schweine verfüttert, zusätzlich mit dem Brot als Rohfaseranteil. Und Weizen geht dann an die Mühlen direkt und wird dann hier als Brotweizen genutzt zum Brotbacken. Und der Raps, der geht dann in die Ölmühle. Dann könnte man ja fast sagen, dass wirklich eure Schweine euren Weizen essen. Im weitesten Sinne vielleicht. Man genau. Weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht ganz genau, das könnte sein, ja. Das ist aber auch schon mal cool, dass das alles wieder zurückkommt und dann wieder bei euch landet. Ja. Das ist doch wirklich schön. Genau. So, jetzt haben wir schon über die Fütterung gesprochen und
Es ist aber was passiert jetzt, sag ich mal, im letzten Jahr, ne? Genau. Also wir haben daheim auch schon länger den Gedanke, ein bisschen mehr Richtung Tierwohl zu machen. Den Stall in Pleit haben wir auch schon jetzt umgebaut auf Tierwohl. Und ich hatte mal mit Johannes geredet und habe ihn mal gefragt, wie es aussieht, ob er Lust hätte, ein bisschen mehr zusammenzumachen, regional mit Schweinefleisch und dann auch mehr in diese Tierwohlschiene. Und Johannes fand, das war auch eine super Idee. Er war auch direkt begeistert davon und den Gedanken haben wir dann ein bisschen weitergeführt und haben aber gesagt, wir können ja auch mal was komplett anderes machen. Und über die Richtung sind wir dann an die, ja, schon an die Bentheimer Schweine gekommen. Die waren, jetzt ist dann halt eine ganz andere Schweinerasse. Genau, und das Problem dabei ist halt, erstmal auch die Bentheimer Ferkel zu bekommen, weil das ist eine sehr seltene Rasse. Und die, das war eigentlich das Problem an der Sache, aber das hat man auch hinbekommen. Okay, aber du hast jetzt gesagt Tierwohl. Was bedeutet denn eigentlich Tierwohl? Tierwohl heißt eigentlich, dass die Schweine dann mehr Platz haben, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, je nachdem noch Strohauflage, dass man in die Richtung wieder mehr geht. Das ist ja momentan auch die klare Tendenz zu, dass Tierwohl immer weiter in den Vordergrund rückt. Mhm. Genau. Und bei den Bentheimern war es natürlich ganz krass. Die hatten dann auch Auslauf nach draußen und das war dann schon eine eher Besonderheit. Also ich sag mal so ein richtiges Wiesenschwein, wie man das von früher kennt. Genau. Ja, das ist doch super. Aber warum hast du dich denn für die Bentheimer Schweine entschieden, Felix? Genau, wir wollten halt ein ganz anderes Produkt mal produzieren und der Vorteil bei den Bentheimern ist halt, die haben geringere Zunahmen, die wachsen langsamer und dadurch haben die auch eine höherwertige Fleischqualität. Mhm. Der Muskelanteil im Fleisch, also vom Schwein, ist geringer als beim herkömmlichen Hausschwein. Mhm. Deshalb ist das Bentheimer Schwein eigentlich für die normale Tierhaltung auch eher uninteressant. Mhm. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass es auch ein bisschen mehr Fettanteil hat, das ist auch natürlich ein guter Geschmacksträger. Und das war auch so mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt mal im Bentheimer aus. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Ja, also der Johannes hat die Schweine ja mit dir zusammen auch besucht. Ich durfte leider nicht mitkommen, damals war Corona, da durfte nur einer kommen. Aber die sahen schon sehr glücklich aus, das muss man sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ein Foto gesehen, da war hinten so eine grüne Kleewiese sogar, wo sie dann ein bisschen drüber laufen konnten. Das ist natürlich was ganz anderes, als man das heutzutage kennt. Natürlich, ja. Ja, gut. Nachdem du die Tiere dann großgezogen hast, ist natürlich der weitere Prozess gewesen, dass sie dann auch irgendwann zum Schlachter gekommen sind. Genau, geschlachtet wurden die bei der Firma Bayer in Niederwalmenach und das ist dann auch noch relativ in der Nähe. Also wir hatten keine extra weite Transportwege für die Tiere, was halt auch ein Vorteil ist, damit die Tiere einfach so wenig Stress wie möglich haben. Mhm. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ja, das ist super. Genau. Ja, danach muss ich dann einsteigen. Danach kamen die Tiere nämlich zu uns, beziehungsweise die Teilstücke der Tiere. Und unser Metzgermeister, der Lars, viele kennen ihn höchstwahrscheinlich auch, hat das Ganze natürlich weiterverarbeitet. Ihr seht es vielleicht hier vorne, das ist das Endprodukt. Wir haben hier einmal den Lachsschinken vom Bentheimer Schwein, sowie den Schweinebauch vom Bentheimer Schwein, was alles bei uns auch wirklich, jetzt nochmal, bist du drauf, Guido? Hier haben wir den Lachsschinken vom Bentheimer Schwein und hier haben wir den Bauch vom Bentheimer Schwein. So, ich drehe es mal so, die Kamera, okay, gut. Und das wurde bei uns alles relativ altmodisch produziert. Das heißt, wir haben uns auf die alten Werte besinnt, so wie man das vielleicht vor 50 Jahren gemacht hat. Der Schinken sowie der Speck wurden mit Wacholder, groben Pfeffer und Salz eingelegt und Lorbeer natürlich und wurden dann über 2 Wochen lang reifen gelassen. Das Salz dringt in das Fleisch ein, macht es haltbar, eines der ältesten Verfahren, die es auf der Welt gibt, um einfach Produkte haltbar zu machen und wurden dann
trocknen gelassen bei uns. Das bedeutet, das Fleisch wird dann, das Salz entzieht dem Fleisch natürlich das Wasser und wurde dann nochmal getrocknet. Und dann haben wir das Ganze kalt geräuchert. Kalt räuchern macht heutzutage eigentlich gar keiner mehr. Ist relativ aufwendig, braucht sehr, sehr viel Zeit. Das sind 4 Tage lang, die man da komplett reinstecken muss. Mhm. Zum Vergleich, wenn Sie ein Produkt aus dem Supermarkt kaufen, das hat genau mal eine halbe Stunde im Räucherschrank verbracht. Das hier 4 Tage lang am Stück. Genau, geräuchert wurde das unter Buchenholzspänen. Das ist auch ein ganz klassisches Aroma, was man zum Räuchern nutzt und was auch wirklich nochmal ein Stück weit diesen intensiven Geschmack hervorbringt. Aber ich würde jetzt mal sagen, es tut mir wirklich leid für Sie zu Hause, dass Sie das jetzt nicht probieren dürfen. Aber Felix, möchtest du mal ein Stück probieren? Sehr gerne. Was hättest du denn gerne? Ich probiere den Lachsschinken. Den Lachsschinken. Gut, genau. Dann schneide ich dir hier mal ein Stück ab. Darf sie das gerne mal wegnehmen. Keine Sorge, wir sind heute auch negativ getestet worden. Ja. Ich nehme ja auch ein Stück weg, weil den möchte ich nie missen. Mm. Also, schmeckt sehr, sehr gut. Nee, wirklich sehr zart. Mm. Ja. Ich finde, man schmeckt halt auch so ein bisschen diese Holzaromatik direkt ein Stück weit mit raus. Um das Ganze natürlich zu verfeinern, haben wir heute auch noch einen leckeren Wein mitgebracht. Und zwar ist das ein Lakrein vom Weingut Kries aus der Region Südtirol. Dann würde ich uns jetzt einfach mal kurz kredenzen. So, willst du noch ein Stück? Ja. Dann hol dir noch mal eins, weil dann können wir das auch so in der Kombination probieren. Das ist noch mal was anderes. Man merkt, ja, mit vollem Mund redet man nicht. Ne? Man merkt, es ergänzt sich und es ist einfach lecker. Sowas an einem schönen Abend draußen, wenn schöner Sommer ist, auf die Terrasse gesetzt oder auf den Balkon, das ist einfach Hammer. Würde ich mal so sagen, oder? Ja. Kann ich nur bestätigen. Möchtet ihr eigentlich auch was probieren? Okay. Ich gebe dir gleich. Genau. Gut, dann Felix, wir möchten auch mal so ein bisschen noch mal auf dieses Thema Tierwohl zurückgehen. Mhm. Ist ja ein ganz wichtiges Thema, was auch immer mehr in den Fokus der Leute rückt. Was auch vielleicht sehr, sehr viele Jahre ein Stück weit vernachlässigt worden ist. Wo genau liegen denn da vielleicht, was machst du denn, um das zu fördern? Also generell, auch wenn das manchmal in den Medien nicht so rüberkommt, jedem Landwirt liegt es, dass es dem Tier so gut geht, wie nur möglich. Wir arbeiten ja mit den Tieren und das ist halt manchmal in den Medien so dargestellt, als wäre es dem Landwirt egal. Das ist definitiv nicht der Fall. Und was wir machen, man bietet mehr Platz an, mehr Beschäftigungsmaterialien. Nur man muss auch sagen, es ist halt eine Wirtschaft und mit dem aktuellen Schweinepreis ist es auch schwierig, da viel mehr zu machen, weil am Ende des Tages muss man davon leben und das ist momentan die Problematik. Es ist ja sehr stark momentan in den Medien vertreten, das Tierwohlthema, nur leider ist das auch von der Politik aus ja nicht ganz einsichtig, also ich brauche auch eine Zusicherung irgendwie, wenn ich jetzt meinen Stall umbaue auf Tierwohl oder wenn ich einen neuen Stall baue, das sind ja Investitionen, die rechne ich auf 10 bis 20 Jahre und wenn ich da aber keine Absicherung habe, dann ist das natürlich auch enorm schwer für einen Landwirt, da nochmal so viel Geld zu investieren und nach ein paar Jahren kann mir keiner den Mehrpreis dafür bezahlen und das ist halt momentan die Problematik. Also die Landwirte haben definitiv Interesse, da bei diesem Tierwohlthema mitzumachen, die würden direkt einen Stall umbauen und alles, aber man braucht halt einfach eine Perspektive. Hm. Und das ist halt momentan leider nicht gegeben. Hm. Wie viel Prozent müsste, um das mal so für die Leute auch erfassbarer zu machen, um wie viel Prozent müsste denn sich der Preis ändern für dich als Landwirt? Also
20% mehr pro Kilo, da kann man enorm viel mitmachen. Also das wird schon reichen. So, ich merke, wir haben noch eine Minute, ist das richtig? Ja, dann kürzen wir mal ganz klar kurz ab. Felix, das war ja auch höchstwahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir so ein gutes Produkt auf den Tisch gezaubert haben. Was ist denn der Ausblick für die Zukunft? Ja, für die Zukunft möchten wir das Projekt natürlich fortführen. Und da sind wir jetzt nur mal am Überlegen, ob da vielleicht auch eine andere Schweinerasse kommt. Da sind wir ein bisschen variabel, aber ich denke, das kann man auf jeden Fall fortführen. Gut, dann sagen wir Tschüss und wünschen noch einen schönen Abend und guten Appetit. Hallo liebe First Friday-Fans, wir sind jetzt hier im Herrenzimmer und ich habe die liebe Anna eingeladen. Hallo. Von Anna und Eva Törtlichkeiten. Und das habe ich nicht nur gemacht, weil sie leckere Törtchen mitgebracht hat, die wir später noch zusammen essen, sondern weil wir uns einfach schon jahrelang kennen und schätzen. Und weil ich denke, dass sie ein großes Stück dazu beigetragen hat, dass Anna nach noch ein bisschen schöner ist und wir noch mehr schöne Produkte haben. Und weil ich es einfach super finde, dass junge Leute sich trauen, in der Heimat zu bleiben. Und da reden wir auch später nochmal ein bisschen drüber. Genau. Ja, du hast dir damals so den Startschuss gegeben, also als du das Hotel auch gemacht hast, nicht getraut hast mit Mitte 20. Ja, genau. Habe ich dann ein paar Jahre später nachgezogen und habe gedacht, wenn der Tobi sich das traut, dann traue ich mich das auch. Und habe mich dann mit meiner Schwester selbstständig gemacht. Also wir haben eine Patisserie in Andernach, wir machen alles aus regionalen Produkten, sofern es möglich ist. Wir machen alles mit der Hand, ganz traditionell. Wir haben auch noch eine Konditormeisterin eingestellt, die Hanna Andal. Das ist auch ein richtiges Andernacher Mädchen, die war immer schon hier und kommt auch von hier. Ja, und das wird auch ganz gut angenommen. Und ja, da bin ich sehr froh, dass du damals so mutig warst und mir dann auch den Mut gemacht hast. Ja, sehr gut. Ja, so soll es ja auch sein, dass wir alle voneinander so ein bisschen was lernen und eine Motivation bekommen. Das ist natürlich immer gut, wenn wir zusammen die Wege auch gehen. Und das ist einfach auch schön, dass ich finde das immer toll, dass wir auch miteinander immer uns kurz schließen können. Auch wenn im was Kontakt stehen, passiert. Wenn du Hochzeitsgäste hast, dann machen wir die Torte oft für sie, die Hochzeitstorte. Ja. Wenn wir Gäste haben, die leider keine großen Lust auf Kuchen und Törtchen haben, die was Herzhaftes möchten, dann schicke ich sie dann zu dir ins Restaurant, wenn es endlich wieder aufhört. Also es ist eigentlich eine jahrelange Vernetzung und heute kommen wir aufs Thema, wie das so funktioniert in so einer kleinen Stadt. Hast du damals eigentlich Bammel gehabt, weil Andernach ja doch ein kleineres Nest ist und hast dir vielleicht gedacht, ach, soll ich nicht lieber in eine Großstadt gehen, da ist so eine Patisserie vielleicht noch erfolgreicher und noch beliebter? Also die Bedenken waren auf jeden Fall da gewesen, weil Andernach ist natürlich auch klein, das ist was, kann man jetzt nicht vergleichen mit Köln oder Düsseldorf oder mit wirklich größeren Städten. Und ich hatte natürlich Angst gehabt, weil wir ja nicht eine traditionelle Konditorei sind, wie das angenommen wird, ob überhaupt diese Törtchen, die Tartlets, die Macarons, was ja teilweise auch schon schwierig ist dann zum Aussprechen, weil das sehr französisch angehaucht ist, ob das überhaupt angenommen wird und weil das auch eine andere Preisklasse ist als jetzt ganz klassische Konditorware, weil wir halt auch mit Valrhona-Schokolade arbeiten, also mit einer sehr hochwertigen Schokolade. Aber es wurde super gut angenommen. Wir haben uns fest etabliert. Wir haben auch Kunden aus der Umgebung, viele Kunden aus Neuwied, aus Main, aus Koblenz. Ja, manchmal denke ich mir, so eine Filiale noch woanders aufmachen wäre schon sehr reizvoll. Ja, ne? Aber nein, ich glaube, wir bleiben unserem Heimathafen, wir bleiben ihm treu und haben wir vor ein paar Jahren noch ein Törtchenmobil, also einen mobilen Törtchenwagen zugelegt, mit dem wir dann auch an verschiedenen Märkten stehen. Dadurch kriegt man nochmal andere Kunden. Ist halt die beste Werbung, wenn man es selbst sich vorstellt und sich selbst vorstellt. Genau, und präsentiert dann auch. Ja. Aber das ist ja auch schön, dass man so ein Geschäft in Andernach hat, also so eine Patisserie. Ich finde es immer, man fährt ja oft irgendwie in die Großstädte und sagt, ach, jetzt fahre ich mal nach Köln, da habe ich mal ganz andere Geschäfte. Und hast du einen Parkplatz vor der Tür. Genau, da hast du dann keinen Parkplatz, dann ist es irgendwie überfüllt überall und am Ende ist es dann doch nicht so schön. Und hier ist es einfach toll, dass wir das haben und so viele dass Kollegen man sich auch haben. Kennt. Genau, dass das, man sich kennt, dass man so viele Kollegen hat, die auch neue Wege gehen. Und das ist doch eigentlich was Positives. Das ist ein sehr familiäres Verhältnis. Also es ist klein, das ist familiärer und das macht es ja auch da am Ende wieder aus. Das, was sagt auch daran mehr Spaß macht. Ja, ich glaube, die Miete in Köln wollen wir beide auch nicht bezahlen, nee, oder? Ich glaube, okay, erst wenn einer noch nicht bedient momentan. Ja, das denke ich auch. Ja, wie kam das jetzt eigentlich mit dem Herrenzimmer? Ja, das Herrenzimmer ist ja auch eine Vernetzungs, ein Vernetzungsprojekt gewesen. Wir sind ja hier nicht mit einem
mit einem hier am Stehen, sondern wir sind zu, also wir sind zu dritt oder genau, zu viert. Genau, wir sind zu dritt. Genau, also das klappt auch gut. Das klappt auch gut, ja. Wir sind ja hier drin mit der Claudia von Claudia Peterboden. Ja. Dann haben wir mich vom Stilvoll und dann haben wir noch die Meetup und die Mailgym von Mipati. Es sind ja, ihr seid drei ganz unterschiedliche. Also ihr ja. Kommt ja eigentlich gut. Die Mailgym und die Claudia kommen beide aus der Kleidungsbranche. Also die haben Meetup ja beide auch, Bekleidungsgeschäfte. Ja. Und die Meetup. Und du bist ja quasi dann so ein Quereinsteiger als mit dem Hotel. Ja, nicht so ganz. Das denkt man mal auf den ersten Moment, dass ich ja gar nicht aus der Branche richtig komme. Das stimmt aber nicht, wenn man ja weiß, dass ich auch meine Ausbildung im Textil gemacht habe. Stimmt, ich bin ja von Wien Kloppenburg, genau. Ja. Also von daher ist es doch ein bisschen naheliegend wieder gelesen. Und das Projekt ist ja eigentlich, oder das Projekt Herrenzimmer ist ja eigentlich entstanden, auch mal aus einem Händlertreff raus. Wir hatten sonntags hier 2 Meter vor der Tür gesessen und haben so philosophiert mit den Händlern, was ihnen noch so fehlt und was so ist. Und ich hatte dann noch mal gesagt, ja, hört mal, also Herren ist eigentlich immer so ein Stiefkind. Da müsste eigentlich noch viel mehr passieren. Gibt es ja auch nicht viel in Andernach. Gibt es nicht so viel in Andernach. Der größte ist ja leider schon geschlossen mittlerweile. Und da fehlte einfach so eine Lücke zwischen, wir mussten halt auch mal wieder einen neuen Weg gehen, ein bisschen moderner, eine andere Preislage nochmal mit reinbringen und die Idee kam dann und dann haben wir gedacht, wir machen es zu dritt einfach auch, weil es sich so gut ergänzt. Und wie ist das, wenn ihr ordert mit dem Sortiment? Seid ihr euch da schnell einig oder geht es auch mal heiß her? Es geht schon mal heiß her, aber am Ende sind wir uns relativ schnell einig und wenn so ein Artikel so ganz, ganz fragwürdig ist und wir uns schon bei der Order nicht so einig sind, dann sagen wir auch meistens, ich glaube, wir lassen den dann doch besser, wenn schon so viel Diskussion entsteht, dann lassen wir es lieber bleiben. Ah, das ist ja eigentlich auch ganz gut für euch dann zu wissen. Also habt ihr schon so ein bisschen Erfahrung. Jetzt, wenn ihr alle drei diskutiert darüber, dann lasst ihr es, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Ja, nee, also das ist dann schon schnell rausgegangen bei den Ordern, dass wir uns da auf irgendeinen Weg einigen müssen. Das klappt ganz gut. Die ersten waren noch sehr chaotisch. Also, da kann man schon viel erleben bei uns. Wenn man so einer Order, glaube ich, jetzt noch nie beigewohnt hat, da sind wir schon sehr Ich kann mir vorstellen, ihr seid jetzt ja unterwegs. Genau. Ja, wir sind sehr, sehr unterschiedlich vom Typ, aber ich glaube, das macht es gerade aus. Genau, wenn die alle drei jetzt gleich werden, alle wollten dasselbe, dann wird es ja auch wäre es ja auch eine sehr einseitige Sache. Genau. Das ist ja auch das Besondere, dass hier so wirklich viele verschiedene Facetten eine Rolle spielen. Und das macht das Herrenzimmer ja auch wieder aus. Genau. Also ich finde, das ist nämlich, ihr habt ja auch, hatte ich letztens gesehen, super schön, so ein bisschen wie so Cocktailmaker und sowas habt ihr so auch. Die, aber die Geschenkartikel auch für die Herren, weil man ja auch manchmal da steht und nicht weiß, ach ja, irgendwie die Männer, die haben ja auch irgendwie schon alles, die wollen nie was und dann haben wir ja gesagt, wir müssen auch mal so ein paar Artikel dabei haben, die jetzt halt auch mal als Geschenk gut durchgehen, ohne dass man eine Größe wissen muss und so weiter. Also, Das ist nämlich auch, man hat dann wirklich Lust, aber man kommt auch auf Ideen, weil es ist immer so ein bisschen schwierig. Für Frauen geht es ja eigentlich sehr viel. Ja, das stimmt. Die Männer werden immer so ein bisschen, also ich sag ja mal so, Männer sind immer unfair behandelt. Die müssen immer irgendwie ins Untergeschoss laufen, in irgendeinem großen Laden. Und es gibt mehr Schnaps und Schokolade für Männer. Genau. Ja, es gibt auch mehr die Schnaps und Schokolade, das stimmt. Ja, aber ich denke, dass wir da eine ganz gute Lücke getroffen das habt ihr auf haben jeden Fall, und auch da wieder positiv für Andernach auch unterwegs sind. Ja, also ich denke auch, wir sind auch so Heimathafen, ne? Wie du es eben gesagt hast. Es ist wichtig, dass wir das hier machen und nicht alle irgendwie uns verteilen. Gerade die jungen Leute, es sind ja so viele, die irgendwie in unserem Jahrgang auch verschwunden sind. Die sind dann irgendwo Richtung Großstadt gegangen zum Studium und die kommen einfach nicht wieder. Und es ist wichtig, dass wir auch hier bleiben, damit unsere Stadt auch weiterleben kann. Genau, aber Andernach war ja im Prinzip für Leute in unserem Alter fast kaum ein Einkaufsziel. Ne? Ja. Man ist nach Köln gefahren oder nach Koblenz eher. Ganz schnell und so wird es ja doch schon sehr reizvoll, also das hört man ja auch dann, dass sich wieder mehr in Andernach abspielt. Ja, total. Und das soll es ja auch sein. Das war ja auch so ein bisschen der Weg wahrscheinlich, den ihr gehen wolltet. Genau, aber ihr habt auch super schöne Sachen für Frauen. Also zum Beispiel den Rucksack. Ja, also es ist ja nicht alles. Genau, das ist nämlich auch das Schöne. Man kann ja was zweckentfremden. Du hast ja auch Rucksack schon bei uns gekauft. Genau, Rucksack und Socken sind auch für mich dabei. Ja, genau. Wir sind ja auch, wir lassen dann schon mal ein paar Damen-Sachen durchgehen. Also es ist schon mal so, dass wir so ein paar Unisex-Sachen besser gesagt haben. Und das klappt dann ganz gut. Das macht es auch schon sehr reizvoll. Du, ich kann nicht anders. Ich glaube, wir müssen ein Törtchen essen. Ja. Machst du mit? Ja, soll ich dir mal sehen, was das ist? Genau. Also wir haben einmal hier unseren Klassiker. Das ist unser absoluter Bestseller. Das ist unser Tiramisu-Törtchen. Und zwar hat man außen die Federn mit der Valrhona-Schokolade. Und statt mit Amaretto machen wir das mit einem Kaffee-Balsamico. Und das macht das Ganze nicht zu süß, ein bisschen frischer. Und halt auch für diejenigen, die halt schwanger sind und keinen Alkohol möchten. Oder auch für Kinder geeignet. Das mal aus. Ich glaube, man kriegt das ohne großen Ich hoffe. Oder macht doch den Karton da einfach. Dann mach ich auf. Ne? Genau.
Ach, genau, das war das Tiramisu-Törtchen. Das war es schon wert, dich einzuladen, du. Das höre ich immer gern. Ich bin immer willkommen, wenn ich hier bin. Ja, ihr Lieben, es ist schade, dass ihr jetzt nicht hier seid, weil das gönne ich mir jetzt selber. Ne? Also, ja, falls ihr aber auch eins möchtet, der Kiez-Kiosk ist natürlich noch nebenan. Ein zweiter, Hochstraße 62. Ja, ist geöffnet, hat auch einen riesen Kühlschrank mit Anna- und Eva-Törtchen. Und dann könnt ihr so leckere Sachen wie das hier auch bei uns bekommen. Was hast du denn da noch dabei? Ja, ich habe hier einmal den Klassiker, den Bienenstich etwas, ja, den haben wir kreativ etwas umgestaltet und einen Bienenstich-Tartlet draus gemacht. Also man hat quasi das genau umgekehrt. Wir haben unten die die Mandelkaramellmasse, dann die Vanillecreme und obendrauf nochmal so ein paar Mandelsplitter. Sieht auch mega gut aus. Ja, dann musst du auch probieren. Mm. Probier mal weiter. Das ist ja so ein bisschen fester, weil das dieser Mürbeteig unten drunter ist. Ist natürlich auch alles handgemacht. Ja, ich fange aber hiermit mal an. Wie machst du mir das dann? Genau. Ich bin ja für Tiramisu bin ich ja zu haben. Ich glaube, wenn schon nicht in den Italien Urlaub geht, dann zumindest Tiramisu bei euch. Ne? Genau. Also das Bienenstichtörtchen muss man leider Tartlet besser in die Hand nehmen. Mhm. Dann macht man nicht so einen ganz so einen großen Vorschaden. Mhm. Wegen dieser karamellisierten Masse einfach. Was mega lecker. Das ist ja schon mal bei euch gekauft. Auch ist richtig gut. Also, falls ihr noch leckere Törtchen wollt, schaut vorbei. Wir gehen jetzt mal offline, weil uns beim Essen zuzugucken wäre gemein. Deswegen sagen wir, macht's gut, schönen Freitag euch, schaut vorbei, wir sind bis 9:45 im Kiez-Kiosk da und ansonsten schaut online rein bei den anderen Händlern, was es anzubieten gibt und bestellt fleißig. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Herr Marktleiter, bitte zur Hauptkasse. Sind wir schon auf Sendung? Ja, ja, Tobi, Mensch. Frau Reif. Hallo, schön, herzlich willkommen im Kiez-Kiosk, einem Gemeinschaftsprojekt auf der Hochstraße. Wir sind hier ein paar Händler, die sich zusammengeschlossen haben und die Verordnungen ein bisschen auf die Schippe nehmen möchten. Ja, die Heike erklärt euch jetzt mal ein bisschen was dazu und vielleicht kommen auch schon ein paar Waren ins Bild geflogen von unseren fleißigen Bienen im Hintergrund. Ja, letzte Woche Dienstag gab es irgendwie einen riesen Frust in unserer Click- und Collect-Phase und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt. Tobi hatte eine super Idee, wenn die Discounter Kleidung können, dann können wir Lebensmittel. Und kurzerhand habe ich in der Nachtaktion meinen Laden leergeräumt. Wir haben mit Barbaras Papa LKW-Pritschenwagen Mittwoch die Lebensmittel alle besorgt, eingekauft, schnelles Logo-Konzept entwickelt, Donnerstag alles eingeräumt, Presse informiert und Freitagmorgen eröffnet. Und da sind wir jetzt alle. Ja, und wir haben auch ganz tolle Produkte im Sortiment. Und zwar haben wir nicht nur tolle Mode, sondern wir haben auch ausgesuchte Düfte von der Parfümerie Bose dabei. Aha, unbedingt. Aha, oh, für die Männer und für die Frauen. Dann haben wir regionale Lebensmittel, auch von lokalen Händlern, schön, unterstützt worden. Milch, Kaffee, Kaffee gibt es auch, damit wir alle auch wach halten und durchbleiben. Sehr gut. Es gibt auch Bier. Genau. Und es gibt auch tollen Wein.
Eier haben wir auch. Eier gibt es auch, genau. Ja, Wein habe ich hier, griffbereit. Ja, ja. Ja. Kräuter. Kräuter von Frau Röser, perfekt. Und auf keinem Kiez dürfen natürlich auch die Franzbrötchen fehlen. Also wer Sehnsucht nach Hamburg hat und nicht Meck möchte, Anna und Eva von der Patisserie haben uns ganz tolle Franzbrötchen gemacht. Die bekommt ihr frisch bei uns. Kartoffeln von der lieben Carina Dünnchen. Genau. Genau, perfekt. Der Eicher Honig hatte die Claudia gerade gezeigt. Haben wir da, genau. Also ihr seht, es gibt ganz viel zu entdecken. Auch super tolle Macarons und Törtchen und Pralinen von Anna und Eva sind mit dabei. Immer eine Sünde wert. Genau, perfekt. Genau. Ja, sollten wir mal alle Kollegen nennen, die hier so mitmachen bei unserem Gemeinschafts... da haben wir noch den super Speck vom Assenmacher. Genau. Aus Polsch. Sollen wir mal gerade erzählen, wer alles mitmacht, Tobi? Also mir fällt da natürlich Antonia Reifenboden ein. Mir nee, fällt da das Herrenzimmer ein. Ja, sehr gut. Dann haben wir Claudia Petermoden vom Hügelchen mit dabei. Ja, Hafenmarie und Wäschegalerie Boos. Dann einmal die ganze Turan-Schiene von Nipati und Turan Manufaktur und Loft Number 7. Ja, dann kommt noch meine zweite Hälfte, der Dirk von Skola Raumkonzepte. Mit dem schönen Sortiment mit Accessoires und den tollen Wein und Pfeffer. Genau. So, und dann haben wir, wann haben wir noch einen vergessen? Oh Gott, der Lien. Naja, du hast ja ein bisschen Doppelfunktion. Du hast ja auch noch Stilvoll. Genau, dann haben wir natürlich ganz tolle Unterstützung auch bekommen. Hier nochmal Dankeschön an den Rewe Nico Grunert. Ja. Den müssen wir ganz positiv erwähnen. Der hat uns richtig stark unter die Arme gegriffen, auch mit Merchandising-Material und Einkaufswagen und allem. Dann natürlich auch nochmal Danke an SDS Werbetechnik für die schnelle Logo-Umsetzung. Mhm. Wen haben wir denn noch? Ja, unsere regionalen Lieferanten, die sind alle hier aus der Gegend. Da ist ein Kaffeeröster aus Neuwied, da gibt es den Brausehersteller Palmbrause aus Mayen. Genau, und ganz lieben Dank nochmal an unsere Ruth vom Merowinger Hof für die tolle Unterstützung. Die sind leider im Stau, sonst wäre sie schon hier und würde uns an der Kasse unterstützen. Genau. Ist unsere Chefkassiererin. Ja. Bei dem letzten Lockdown war die Ruth ja unsere Auslieferungsfahrerin und jetzt ist sie Chefkassiererin. Also ihr seht, hier ist richtig was los. Schaut doch vorbei, wir sind noch bis 21.45 Uhr für euch da. Da könnt ihr noch einiges entdecken und mitnehmen. Es ist ja auch Vatertag und Muttertag, da haben wir auch ein paar Sachen für da. Mhm. Genau. Und wir haben auch hier im Kiez-Kiosk ganz normal Geöffnungszeiten, also immer 10 bis 18.30 Uhr und natürlich heute bis 22 Uhr. Samstag sind wir immer da von 10 bis 16 Uhr und hier im Kiez-Kiosk dürfen die Kunden ganz normal ins Geschäft kommen, so wie in jedem Supermarkt auch. Von der Fläche her ist das hier auf 4 Kunden beschränkt. Momentan und das ist, man braucht keinen Termin, man braucht keinen Test, man kann ganz normal wie in einen Lebensmittelladen auch rein. Natürlich mit Maske, wie es im Lebensmittelhandel auch so ist. Ganz genau. So. Also, wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut und senden euch liebe Grüße aus eurem Kiez-Kiosk. Ja, also super klasse war übrigens das Feedback der ganzen regionalen Lieferanten, die wir hier haben. Die haben uns alle so spontan unterstützt und wir haben mal einen kleinen regionalen Einkaufskorb zusammengestellt. Genau, da haben wir einmal frische Kräuter von der Floristik Röser hier auf der Hochstraße direkt. Die hat natürlich einen kurzen Anreiseweg nur gehabt, deswegen ging das auch so schnell. Dann haben wir eine Andernacher Abfüllung von Apfelsaft. Dann haben wir von der Parfümerie Boos ein eigenproduziertes Parfum. Von der Bäckerei Mürz das ganz köstliche, doppelgebackene, leckere Brot. Dann hat uns die Metzgerei Assenmacher einmal Speck vom bunten Bentheimer mitgebracht, hier aus der Region. Mauers Eier dürfen natürlich nicht fehlen. Ach, guck mal hier. Der Wachmacher, einmal Kaffeerösterei Engels aus Neuwied mit frischem Kaffee. Dann gibt es eine ganz neue Brause, die Palmbrause aus Mayen. Ganz junges Unternehmen. Für gepflegte Haare gibt es einmal von Stilfrisuren ein eigenes Shampoo. Ah, dann hier Stefani, die Köstlichkeiten. Ganz tolle Macarons und wunderbare Pralinen. Köstlich. Wer nicht bis ins Proltal möchte,
kann jetzt auch bei uns von der Mosenmühle einmal das tolle Mehl bekommen. Dann haben wir aus Aisch von einem ganz jungen Imker den Honig. Unverpackt in Koblenz liefert uns tolles Bio-Bier und was zum Knabbern, ein paar leckere Nüsse. Von unserem Bio-Schweinestand am Markt eine ganz tolle Leoner-Wurst. Und Bison ist auch mit am Start bei uns. Da haben wir einmal den Grappea, das ist ein Pfirsichlikör mit Traube. Und wir haben natürlich auch den Doppelkorn da, den Klassiker. An der Stelle nochmal vielen Dank für die super schnelle Unterstützung. Ja. Sag jetzt, Kopski, komm, der Marktleiter. Ja, also mal Abschlusswoche, ne? Jetzt, ja. Ja, Mensch. Vielen Dank an unsere tollen Produzenten und Kollegen, die uns hiermit unterstützt haben. Und auch an unsere tollen Kunden, die alle hier schon zahlreich vorbeigekommen sind. Ich würde sagen, wir sehen uns im Kiezkiosk in der Hochstraße.